Ja, hallo Leute, willkommen zum Ratinger.de Folge 191. Der Chef ist im Moment auf der Autobahn und verharrt der Dinge, die da kommen oder eben nicht. Und deswegen fangen wir schon mal ohne ihn an. Vielleicht kommt er nach. Mit dabei ist der Kai. Hallo Kai. Hi. Ja, und der Micha. Hallo Micha. Moin Moin. Ja, wir drei werden das Kind schon schaukeln, oder? Ja, ich denke schon. Das ist ja Überbrückungsmusik, bis der Sven kommt. Ja, wir können ja was singen oder so. Ja. Wer von euch möchte denn anfangen? Weil den Ball habe ich ja nicht. Den müsst ihr euch. Warte doch mal. Ach, wer sich fragt, wer den Rest, wo der Rest vom Team ist, vielleicht, ne? Oder? Und da müssen wir ja auch. Ja, und die Kommentare müssen wir auch noch. Genau. Ich probiere mal in der Zwischenzeit hier was am Stream zu ändern. Ja, okay. Hm? Mach mal. Also, erstmal der Rest vom Team. Wie gesagt, der Raiden, der sitzt auf der Autobahn fest. Ja, ich glaube, der ist im Stau. Da ist nichts passiert oder so. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und der kommt bestimmt noch nach. Aber vom Rest, da weiß ich jetzt gar nichts. Hat da einer von euch was gehört? Also, ich kann dir sagen, dass die Manu vorhin noch im geheimen Chat von uns geschrieben hatte, dass sie sich für heute entschuldigt und nicht dabei sein wird. Ja, und kurz danach kam Verena auch noch mit dem Satz, aus beruflichen Gründen kann sie es heute leider nicht schaffen. Ja. Was mit Muffel ist, kann ich dir nicht sagen. Da habe ich jetzt schon die dritte Woche, glaube ich, gar nichts mehr von gehört. Ja, der war schon ewig nicht mehr hier. Vielleicht hat er den Schlüssel vom Schrank nicht mehr. Nee, der hat so viel Geld mit seinen Bienen Honig eingenommen. Der ist erstmal auf die Malediven gezogen. Ja, okay, ja, das ist natürlich auch möglich. Der lässt die Bienen jetzt Bienen sein. Ja, hat ja auch einen guten Preis. Also, das war schon in Ordnung von seiner Seite, aber ja, ich meine, gegenüber dem Rest. Übrigens, ich habe jetzt das zweite Glas aufgemacht. Das schmeckt ein bisschen anders, hatte ich den Eindruck. Echt? Ja, ist kein Gemoser, um Gottes Willen. Also schmeckt ja, das erste Glas war zum Locken, weißt du? War das denn aus einer, ja, wie heißt denn das bei Bienen? Aus einer anderen Ernte? Oder war das irgendwie aus dem gleichen Stall? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht von einem anderen Stock. Nee, Quatsch, ja, ich wird da alles zusammengeschüttet. Ich höre euch zwar zu, aber ich verstehe nur die Hälfte immer, wenn ihr da über die Bienen schnackt. Ich esse zwar gerne Honig, aber meistens eben halt diesen Industriehonig, den man so kauft normalerweise. Ja, ich muss also nochmal sagen, auf jeden Fall war es lecker. Es schmeckte irgendwie nach irgendwas, nach irgendeinem, wie so, als wenn da so Kräuterbonbons drin wären oder so. Also irgendwelche Kräuter müssen dabei gewesen sein, die man sonst so in diesem normalen Honig nicht hat. Und ich meine, ja, bei dem zweiten Glas war das nicht so intensiv, aber das mag ich auch. Mag auch irgendwie. Das spielt doch bestimmt eine Rolle, auf welchen Pflanzen die landen und sowas, ne? Oder? Ja, klar. Und gibt wo ja die ihren Nektar wegholen und sowas. Wiesenhonig, ja, Akazienhonig. Ja. Und vielleicht ist da irgendwie eine Kräuterwiese in der Nähe gewesen. Ja, irgendwie wird wohl sein. Auf jeden Fall lecker. Ne? Zweite Glas ist noch voll. Ich genieße das. Ja. Ja, ich habe auch noch zwei Gläser. Oh, wie viel hast du denn gekauft? Ja, jede Menge. Deswegen war er doch nach drei Tagen ausverkauft. Das geht doch gar nicht. Das hat Kai jetzt und der verkauft es für doppelt so teuer. Ja. Glas kostet 50 Euro. Also wenn du es jetzt weiterverkaufst, weil es ist aus, ne? Das sind jetzt Unikate, die gibt es nicht mehr. Ja, ja, jetzt steigt der Preis. Ja, ja, genau. Das ist wie bei so Tickets für Konzerte, ne? Wenn du die günstig kriegst und dich dann vor die Tür stellst, wenn es keine Karten mehr gibt und vertickst sie dafür den doppelten Kurs. Genau, ja. Gibt es beim Fußballspiel auch. Ja, ja. Bei den heiß brisanten Spielen und so, ne? Ich kann mir vorstellen, also ich weiß, dass es sowas zum Beispiel für Wacken auch gibt. Also die Karten ja nach einer Stunde sind die ausverkauft. Das ist unglaublich, ne? Also unglaublich. Und das sind ja nicht nur 10 Karten. Nee. Und ich kann da nicht verstehen, dass man in diesen Batsch sich reinstellt.
ich kann das schon. Ich kann es verstehen. Auch. Ich auch. Sorry, aber da hört es dann doch auf. Also verstehen kann ich das gut. Ich bin nur zu alt mittlerweile dafür. Ich war ja früher selber immer da gewesen und ja, seit ein paar Jahren halt nicht mehr. Aber mittlerweile kann ich es mir auch nicht mehr vorstellen. Aber damals, das war einfach nur geil. Du, ein Kumpel von mir ist auch auf die 50 und der mietet sich, pass auf, der mietet sich ein Wohnmobil und fährt dahin. Der mietet sich ein Wohnmobil. Ja. Ich hab schon gesagt, was sagen die denn, wenn du das da so zurückbringst? Wieso so zurückbringst? Ich sag, ja, du stehst doch da voll im Schlamm mit dem Ding. Sagt er, nö, das hat noch nie Probleme gegeben. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, gut, dieses Jahr war ja auch extremes Wetter, ne? So schlimm war es ja die letzten Jahre nicht. Dieses Jahr war es ja sehr extrem, was den Regen und den Matsch angeht. Ja, ich kann mir vorstellen, wir haben ja auch ein Wohnmobil gehabt. Wenn du jetzt mit diesem Wohnmobil also da auf Wacken stehst und du kommst aus dieser Matsche vor der Konzertbühne, mir irgendwo da, wo die da hinpillern und hinbrechen und was weiß ich, und du latschst da durch und dann in dieses Wohnmobil rein. Du kannst dir vorstellen, wie das von innen aussieht. Die werden natürlich draußen die Schuhe ausziehen, hoffe ich. Ja, aber die Schuhe reichen ja nicht. Sieht ja von oben bis unten so aus. Eben. Und wie würde ich das nicht machen mit dem Gemieteten? Ja, dann zahlst halt für die Reinigung und bist es wieder los. Aber Alter, mit meinem eigenen würde ich das nie im Leben machen. Hätte ich so eine Vermietung und mir käme einer mit so einem Wohnmobil auf den Hof gefahren, ja, das würde ich aber erstmal schicken. Ja, ja, aber ja. Richtig. Ja. Naja, wollen wir zu den Kommentaren kommen? Ja, klar. Ich habe die Seite schon aufgemacht. Der erste Kommentar, ja, kann ich ja gleich machen, wo ich einmal dabei bin, von dem Matthias. Der schreibt, hallo Raiden, vielen Dank für dein Video. So ein kleines Häkchen kann so viel bewirken. Bin da einfach nicht drauf gekommen. Du glaubst gar nicht, wie sehr du mir weitergeholfen hast. Hat der Raiden wieder Support gemacht? Worum geht's denn da? Schade, dass es keine deutsche Anleitung für den G-Podder gibt. Ach so, dies dann, ja. Ich habe schon in diversen Foren gesucht und Beiträge geschrieben, in denen ich um Hilfe gebeten habe. Nirgends bekam ich eine Lösung. Dank Raiden ist der G-Podder jetzt mein neuer Podcatcher. Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe. Schönen Gruß von Matthias aus Schmalkalden. Schmalkalden, das ist im Thüringer Wald. Ich kenne das. Das ging wohl darum, dass der in Folge 189 eine Frage zu G-Podder gestellt hatte, weil sein Winamp, was er wohl bis dahin benutzt hatte, irgendwelche Funktionen nicht mehr konnte. Und dann hatte er wohl gefragt, welches Programm in Frage kommt. Und dann haben wohl die meisten eben halt G-Podder gesagt. Und da ist er dann am Anfang nicht mit zurechtgekommen. Und dann hat der Sven ein Video gemacht, extra so ein richtiges Tutorial quasi, und hat ihm das dann anhand dieses Videos auch erklärt. Also das hat er ganz toll gemacht, muss ich wirklich sagen, weil ich habe das Video zufällig auch gesehen, weil das halt in meiner Timeline auch aufgetaucht war. Also da hat der Sven sich wieder richtig viel Mühe für seine Hörer gemacht. Er ist auch ein Fuchs, ne? Also der kennt sich. Den kannst du vor allen Dingen fragen, was du willst. Der kriegt irgendwie, wenn er es nicht sofort weiß, der kriegt aber alles raus, ne? Der fummelt das irgendwie hin. Der kriegt das hin. Was habe ich mit meinem Laptop gefummelt? Dann nimmt er den mit und zack, das Ding läuft, ne? Ja, das ist sagenhaft. Also weiß ich nicht, wie der das macht. Vielleicht, der sollte vielleicht mal irgendwie Kurse geben, so in einer Abendschule hier, bei Volkshochschule oder so. Das würde bestimmt gut besucht. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ehrlich. Ja. Hat er so schon keine Zeit. Ja, gut. Ja, oh. Kann uns ja dann dienstags mitnehmen. Tja, dann hat Elke Pirsch was geschrieben. Weiß nicht, wer von euch möchte. Kai? Ja. Ich möchte. Ja. Was ist nun besser? Nutzt die Kupplung wirklich ab, wenn man an der Ampel nur die Kupplung tritt? Eigentlich hat beides seine Berechtigung. Die rotierende Kupplungsscheibe wird beim Auskuppeln, Klammer auf, ist gleich Kupplung dreht, Klammer zu, mit einem feststehenden Gabel von der Schwungscheibe weggedrückt. Zwischen Gabel und rotierender Scheibe befindet sich das Ausrücklager. Ein Kugellager, das die entstehende Reibung zwischen Kupplungsscheibe und Ausrückgabel vermindern soll. Heutzutage halten die Ausrücklager die Belastung locker aus. Vor 30 Jahren verbaute man noch nicht die Materialien, die heute benutzt werden. Es bestand die Gefahr, dass das Ausdrucklager schneller im Eimer war als die Kupplungsscheibe. Heute braucht man die Sorge nicht mehr zu haben, es sei denn, man fährt einen Oldtimer. Wenn die so Kupplungsscheibe fertig ist, wechselt man auch das Ausdrucklager und beides sollte etwa gleich lange halten. Ja, da ging es ja um die Geschichte, wer von uns an der Ampel steht und auskuppelt und wer nicht, ne? Genau.
Ja, und bei den Oldtimern weiß ich noch, ich habe mal vor ganz, ganz langer Zeit so ein Fiat 770 gehabt. Das war eine kleine Nummer größer als damals dieser Fiat 500 und 600, den es gegeben hat. Der hieß dann 770 Jagst und der hatte eben halt auch noch eine Kupplungsscheibe, die aus Gummi war. Und weil das Originalteil damals schon viel Geld gekostet hat, sind wir immer zu den Klempnern gegangen, lieber Jörg, haben uns dann Plattengummi besorgt und haben uns die Kupplungsscheiben quasi selber geschnitten, weil die Dinger immer ständig verschlissen waren. Aber damals konnte man halt auch noch selber sich unter das Auto legen und in einer halben Stunde hatte man sowas getauscht. Das ist natürlich heute alles schon nicht mehr möglich, ne? Na gut, wenn ich an meinen letzten denke, da habe ich den Touareg ja gehabt und das mit Automatikgetriebe und da war so eine Zwischenstange irgendwie vom Getriebe kaputt. Der war 3 Tage in der Werkstatt, wurde fast völlig zerlegt, nur weil die dieses 80 Zentimeter lange Teil da unten irgendwie austauschen mussten und hinterher hat der Spaß irgendwie, keine Ahnung, 3000 Euro gekostet. Bauwarte. Also da waren die Oldtimer schon dankbarer, weil man eben halt noch fast alles selber machen konnte, ne? Wir haben die Kupplung irgendwie drunter gebunden oder das Getriebe abgebaut hinten und dann haben wir die Kupplung gewechselt unter dem Auto, genau. Beim Wagenheber oder wenn wir hatten Böcke. Ja, genau. Aber das kannst du heute nicht mehr machen. Heute findest du ja nicht mehr einen Fehler. Du kannst ja die Fehlerdiagnose nur noch machen, wenn du den passenden PC mit der Software hast und dann den Diagnosestecker anstöpselst und der PC erzählt dir dann, wo deine Fehler in dem Auto sind. Die kannst du doch selber gar nicht mehr finden. Nee, das stimmt natürlich. Und wenn du da selber beigehst, dann hast du keine Garantie mehr. Wir haben bei unserem, jetzt geht's wieder ein bisschen in die Technik, aber manche möchten das ja so. Bei unserem Fiat Ducato, diesem Hybrid sage ich schon, diesem Twin-Auto da, wie heißt das denn, mit Gas und Benzin. Und der hat jetzt schon das zweite Mal eine neue Kupplung gekriegt. Und bei dem kannst du an der rechten Seite das Rad losschrauben oder an die linke Seite das Rad losschrauben und dann auf die Hebebühne und dann geht das relativ schnell. Da hast du die Kupplung in 4 Stunden gewechselt. Aber das sind echt Ausnahmen, glaube ich. Ja, aber das fängt auch schon damit an mit den ganz modernen Kisten. Probier doch mal vorne ganz normal deine Birne vom Scheinwerfer zu wechseln. Bei meinem musst du den ganzen Scheinwerfer ausbauen. Ja, musst du entweder den Scheinwerfer ausbauen oder du musst die halbe Motorverkleidung hinten erstmal wegnehmen, damit du überhaupt an das Loch da hinten rankommst. Ich wollte gerade sagen, das dauert auch 4 Stunden. Ich will jetzt mal keine Marke nennen, aber wir haben hier auch schon mal privat, also meine Frau hat ja immer einen Privatwagen, ich fahre ja nun glücklicherweise ein Firmenauto und da fahre ich sogar fürs Birnenwechseln mittlerweile bei uns an die Werkstatt vor und sage, hier vorne rechts ist kaputt, tausch mal eben, in der Zeit trinke ich einen Kaffee und dann sollen die sich rumärgern. Aber beim Privatwagen macht man es natürlich selber. Und den letzten, den wir hatten, da konnte man keine Birne wechseln, weil der dieses Xenonlicht hatte. Da musste ich den ganzen Scheinwerfer wechseln und der hat mal eben 700 Euro gekostet. Nee, nur weil das Licht da vorne nicht mehr brannte. Ja. Scheiße. Japan-Scheiße kann ich dir nur sagen. Mehr will ich dazu mal nicht erzählen. Okay, aber Opel hat auch wieder 1,4 Millionen Autos zurückgerufen jetzt. Warum das? Ja, habe ich heute irgendwie bei heute.de gelesen. Die Zafira waren das, glaube ich. Irgendwas war da auch wieder nicht richtig. Also ja gut, aber das ist ja normal, dass mal Autos zurückgerufen werden. Da ist im Moment der Wurm drinne. Ja. Aber das ist, also jetzt meine Frau aktuell fährt einen Qashqai von Nissan. Und den haben wir jetzt, glaube ich, 5 Jahre auf jeden Fall, eher vielleicht schon mal 6. Der hat bestimmt schon 6 bis 8 Rückholaktionen gehabt in den Jahren. Echt? Und manchmal war es nur eine Kleinigkeit, da haben sie dann festgestellt, das eine war irgendwie die Dichtung vom Tankdeckel, die könnte lecken und einmal war es allerdings auch, man sollte nicht schneller als 160 fahren, sonst läuft man Gefahr, dass die Lenkung blockiert. Also allein Gedanke, dass man über die Autobahn bläst und auf mal geht die Lenkung nicht mehr, das ist dann schon unangenehmer, ne? Aber das waren ganz normale Rückholaktionen. Aber es war noch was bei Opel auch. Ich kann mich dran erinnern, wo ich es gehört habe, durch welchen Kreisverkehr ich gefahren bin. Aber ich muss jetzt überlegen, was es war. Irgendwas war da, wenn die Vorderräder laufen und die Hinterräder fest sind, dann stimmen die Abgaswerte und wenn die Beil alle das vier. Das ist aber Räder, VW. Das ist VW. Das war VW. Hm. Ich habe sowas von Opel, meine ich. Irgendwas war da. Die hatten gemeint, dass bei Opel das auch wäre, dass die auch schummeln, aber da ist bis jetzt noch nichts gefunden worden. Da waren aber Unstimmigkeiten. Doch, ja. Ich hab was gehört. Wart man noch ein bisschen ab, da kommen noch mehr. Ich bin sicher, wenn man lange genug sucht, findet man bei jedem irgendwas. Ja, das ist doch klar. Ja, kommen wir zu Freunden. Ach, jetzt weiß ich, warum der Kai den letzten lesen wollte.
Nee, den letzten wollte ich nicht lesen. Nee. Ich habe den zweiten gelesen. Taunide ist nämlich etwas länger diesmal. Ja, letztes Mal habe ich den Taunide vorgelesen. Mach du mal. So, jetzt kann ich mal wieder nicht an mich halten und muss mal wieder einen Kommentar verfassen. Und zwar möchte ich schon wieder den Bob loben. Hey. Der sucht nicht nach Ausreden oder dem Schwierigen, der macht einfach. Wissenschaftspodcaster treffen, da fahren wir einfach hin. Tropical Islands, nicht verschrecken lassen, einfach selber eine Meinung bilden. CCC, aber hallo, da ist doch was für jeden dabei. Ich denke, eure Vorstellung vom CCC ist viel zu vernördet. Für den Micha gibt's da sicherlich eine Geocacher-Ecke, in der sie Garmins pimpen. Der Kai macht sich über Katzentracking schlau, während der Raiden lernt, Schlösser ohne Schlüssel zu öffnen. Dann trefft ihr euch alle an der Roboter Cocktailbar, spielt noch etwas an der Homemade Rohrpost herum, um dann im Bällebad runterzukommen. Nerds und Geeks sind in letzter Instanz doch nur große Kinder. Und ja, natürlich gibt es Vorträge, die euch nach 10 Minuten überfordern, aber dann geht ihr halt raus zu den Foodhackern und lasst euch inspirieren. Eigentlich ist der CCC ein Treffpunkt von Leuten mit coolen Hobbys. Und deswegen schätze ich Bobs Herangehensweise so sehr. Was hast du denn zu verlieren, außer etwas Geld und etwas Zeit? Und man kann so viel gewinnen. Ich kann die Bedenken sogar teilweise verstehen, aber ich glaube auch, da man einfach mal möglich machen sollte. Umso mehr, wenn man keine Rücksichten auf Familien nehmen muss. Und die Tageskarten sind nun wirklich nicht teuer. Zum Tropical Island. Ich hatte ja schon geschrieben, dass es mir auch gut gefallen hatte und von daher kann ich Bobs Bericht nur bestätigen. Möchte nur kurz anmerken, dass man 24 Stunden lang schwimmen kann. Allerdings glaube ich, dass ab einer gewissen Uhrzeit kein Einlass mehr im Gebäude ist und nur die Übernachtungsgäste dort verbleiben. Wir haben damals auf dem nahegelegenen Campingplatz ein Tipi gemietet. Das war zwar recht frisch, aber schön abenteuerlich. Ich möchte noch kurz in das gleiche Horn wie Wolfgang in seinem Kommentar stoßen. Ein wenig mehr old-fashioned wäre ganz nett von Zeit zu Zeit. Will sagen, vielleicht mal wieder tatsächlich ein technisches Thema wäre mir sehr willkommen. Die Wochenrückblicke sind zwar meistens recht interessant, aber zum Beispiel Rains Englisch-Versuche taugen nicht mal mehr als Running Gag. Versteht mich nicht falsch. Ich höre euch echt gerne, aber ich finde, da muss echt noch mehr Fleisch auf die Rippen. Bis die Tage, Taunide. Ja, danke für deinen Kommentar. Toll. Ja, für deinen ausführlichen Kommentar. Ja, und das mit dem CCC, ich bin auch echt gespannt, was dabei rauskommt. Also. Und ich muss zugeben, ich war ja der da so ein bisschen gegengestänkert hat. Ich habe mich da jetzt natürlich nach unserer letzten Ausgabe mit beschäftigt, habe mal geguckt, was eine Tageskarte kostet. Ich finde die Seite sehr unübersichtlich. Also einer, der das erste Mal da drauf kommt, ist irgendwie gleich ein bisschen abgeschreckt. Preise konnte ich überhaupt nicht finden, muss ich zugeben. Das mit den Leuten und den coolen Hobbys ist richtig, aber wenn ich wirklich so strikt nach der Seite gehe, gucke, was dort an Tagesprogramm ist, dann fühle ich mich zurzeit nur bestätigt, dass ich sage, da habe ich nichts zu suchen. Da langweile ich mich wirklich nach 10 Minuten, weil ich da einfach nicht mitkomme. Also das liest sich schon recht gespickt mit teilweise interessanten Themen, aber eben halt, ich glaube nach wie vor, dass das nichts für mich ist. Ah, ich werde euch auf jeden Fall berichten, egal wie auch. Bin ich auch sehr gespannt drüber, ja. Ja, wir bitten darum, aber ich finde halt eben, das ist auch immer alles so weit weg, so Hamburg und so. Oder. Ja, gut, das wäre für mich ein Katzensprung, das sind 120 Kilometer. Ja, für dich schon, Kilometer, aber für mich jetzt dann ja, nicht. Ja, aber gerade, weil es für mich ja so dicht ist und wirklich nicht so teuer sein soll, wie ihr jetzt schreibt, könnte ich ja mal sagen, okay, ich fange mal mit einem Tagesticket an, muss ja nicht gleich die 3 Tage da bleiben. Und ja. Wenn das dann was für mich ist, das war ja jetzt dieses Jahr mit dem Podcaster-Treffen für mich das Gleiche. Ich bin da ja im Prinzip nur ein paar Stunden gewesen, aber jetzt steht für mich fest, im nächsten Jahr tue ich mir das die ganzen Tage an, ne? Das war ja auch so ein Versuch, fühlst dich da wohl, findest du das interessant genug und sowas, kommst du da auch mit? Vielleicht würde mir das beim CCC ja auch so gehen. Ja. Ich bin da noch ein bisschen unsicher, vielleicht entscheide ich mich auf dem allerletzten Drücker vom Datum her. Ich habe, glaube ich, sogar Urlaub, das ist ja vom 27. bis 29. Bob, ne, irgendwie?
Wir sollten auf jeden Fall dann telefonieren irgendwie. Dann treffen wir uns da mal. Ja, das kommt halt eben noch dazu, dass ich keinen Urlaub habe. Ja, deswegen. Und da muss ich mal gucken. Also bei uns ist das davon immer abhängig, ob wir mit der Inventur rechtzeitig fertig werden und dann können wir eben halt zwischen den Tagen frei machen. Ne? Mhm. Ja, bei mir wird das definitiv auch erst. Also ich werde wahrscheinlich meine Tante besuchen. Ich weiß nicht, wie sie zugange ist im Moment. Ich hatte die Tage mal angerufen und aber ich habe mich noch nicht angekündigt, sagen wir mal so. Eventuell nehme ich mir ein Hotelzimmer da irgendwo. Oder vielleicht komme ich da unter, das weiß ich noch nicht. Dann wird das Ganze natürlich noch mal ein bisschen günstiger. Aber letzten Endes ist das auch egal. Hauptsache hin. Und ich bin ja alleine. Es ist ja für eine Person, ist das ja noch nicht so schlimm, wenn man dann da mal zwei Nächte hat oder drei. Mal sehen. Ja. Also bei mir ist es ja auch so, ich kann ja anreisen und dann hin. Und dann, ja, für dich ist das ja auch nicht so weit. Du hast, nein, was machst du am 200? Zwei Stunden ungefähr. Ja. Vor allen Dingen, der Bob hat ja auch überall Verwandtschaft anscheinend. Der hat in Berlin Verwandtschaft, der hat in Hamburg Verwandtschaft. Ja, ich hab auch nicht mehr wie du, aber ich hab's an den richtigen Ecken. Ja. So, und wenn nicht, dann habe ich überall Bekannte sitzen. In letzter Zeit, das ist ja krass, ich habe mit meiner Frau mal so gesprochen. Guck mal, wenn wir jetzt auf die Deutschlandkarte, da kenne ich einen, da kenne ich einen, da kenne ich einen, da kenne ich einen. Überall hat man irgendwie Bekannte, ne? Also es ist schon toll. Das ist ein schönes Hobby, dieses Podcasten, echt, muss man sagen. Ja gut, die habe ich auch. Aber gut, du wirst da mehr haben wie ich, aber ich sag mal so, vom Land her verteilt habe ich ja auch den einen oder anderen Bekannten. Ja, eben. Ne? Überall hat man irgendwie Leute sitzen, wo man dann mal hin kann, Kaffee trinken. Oder jetzt hier in Berlin mit dem Potthorst, das war so toll. Ne? Ja, aber du siehst ja, du wolltest ja auch mal hier vorbeikommen und ich liege einfach so weit weg vom Schuss. Ja, das ist schon richtig. Das ist Süddeutschland, für mich Süddeutschland. Und Süddeutschland ist, deswegen komme ich auch nicht zu der Hüttengaudi. Ne? Ich fahre einfach da 8 Stunden. Und das ist Süddeutschland ist für mich alles hinter Osnabrück. Ja, Moment. Bin ich ja Süddeutschland. Ja, du bist ja auf der anderen Seite. Auf einer Höhe. Wir gucken jetzt nicht auf die Karte. Wir gucken jetzt einfach, wenn ich bin A1 Dauergast. Ach so. Meistens in Richtung nördlicher Seite. Du, die A1 fängt bei uns an. Die A1, ja, und hört bei uns auf. Aber wenn ich jetzt in die andere Richtung A1 fahre, ist die nächste größere Stadt halt Osnabrück. Und das sind so, keine Ahnung, 100 Kilometer, 110 oder so. Und alles, was danach kommt, da ist doch irgendwie schon Süden. Ja, das stimmt. Mhm. Also die A1, im Grunde genommen wäre das einfach, ne? Wenn man jetzt einen Autopiloten hätte, A1, und dann machst du einfach Autopiloten an und lässt ihn sausen. Und irgendwann bist du beim Kai unten. Ja, klar. Ja. Irgendwann machen wir das auch. Irgendwann müssen wir da mal. Ich meine, jetzt also mit der Hütte oder was Bob gerade gesagt hat, das ist für mich auch weit. Das sind, ich glaube auch, 500 Kilometer oder was das waren. Also nur fürs Wochenende werde ich da auch nicht mehr runterfahren. Dann hänge ich da noch eine Woche Urlaub oder so da unten dran oder was. Nee. Weil das rentiert sich einfach nicht. Du, es das passt irgendwann mal. Ja, ich will jetzt ja nicht sagen, hier alter Mann und so. Ich meine, ich bin ja erst Mitte 40. Aber das, ja, ich weiß nicht, ich fahre den ganzen Tag Auto und dann noch das Wochenende auch noch Auto fahren. Nee, also irgendwann reicht's. Deswegen, werde ich das dann so irgendwie überbrücken. Naja, schauen wir mal. Aber guck mal, wie ihr hier hochgekommen seid. Was hatten wir für einen Spaß? Ja, natürlich. Aber Bob, ich bin sonntags heim, montags arbeiten. Ich war montags fertig. Weißt du, dann fährst du montags nochmal 400 Kilometer oder was weiß ich. Dann bist du fertig. Na, das ist natürlich klar. Ja, dann musst du das Treffen ausrichten. Dann brauchst du gar nicht fahren. Stimmt. Ja, bei der A1 ist halt eben das Problem, dass da in der Eifel ein riesiges Loch ist. Nee, noch nicht. Ja, aber das soll gestopft werden. Ja, und von Hamburg bis hinter Osnabrück ist immer Stau. Tja. Für die 200 Kilometer brauchst du ja länger als für den Rest bis zu dir. Das würde ich auch nicht unterschreiben. Du, das kannst du schön überbrücken. Nein. Das habe ich heute gesehen. Ich war heute auf der Autobahn unterwegs und in der Baustelle hat mich jemand überholt und die hatte... Also man muss ja, die Überholspur von der Baustelle ist ja meistens nur 2 Meter breit oder so, ne? Die hatte auch so ein Van. Und
die hat auf dem Lenkrad das iPad gehabt und hat dieses, wie heißt dieses Jelly Beans, wo du da immer so drei Stück zusammenzoomen musst, wo dann wegpoppt dieses, wie heißt das, gibt's ja auch von Facebook diese Spiele. Das hat die gespielt und hat mich überholt. Candy Crush Saga oder sowas, genau, weißt du? Ja, das hat die gespielt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, wie die Baustelle rum war. Dachte, ich musste jetzt mal Gas geben. Ja, und dann habe ich sie auch mal überholt und dann habe ich gesehen, ja, die hat auf dem Lenkrad das iPad liegen gehabt und hat dieses Spiel gespielt. Da fällt mir nichts mehr ein. Naja, wenn du mal so LKW-Fahrer beobachtest, wenn die sich die Fußnägel schneiden oder am Fernseher rumdrehen, damit sie wieder Empfang haben und ja, das kannst du in deinem Simulator scheinbar nicht nachspielen. Was denn? Nee. Ja. Ja gut, ich kann meine Füße. Nee, das will ich gar nicht, du. Müsstest du mal als Option vielleicht da vorschlagen. Na du, ich habe in dem Simulator auch schon mal, was weiß ich, hier gefahren. Und dann habe ich ja mal meinen Controller hier, bin dann gefahren, hat jemand das geschrieben, auf dem Handy immer schnell geguckt und bin ich in die Leitplanke gefahren. Ja, ne? Siehst du. Ja. Ja, im Auto geht das dann schon mal, aber ohne Unfall. Ah, trotzdem, man sollte das nicht machen. Nee, macht man nicht. Also ich habe das auch früher ja regelmäßig, hatte ich ja hier auch schon mal erzählt. Und dann habe ich ja wirklich fast einen Crash gebaut, weil ich das gemacht habe. Und seitdem mache ich es wirklich konsequent nicht mehr. Wenn ich wirklich ich müsste schneller antworten, dann fahre ich mal eben auf den nächsten Rastplatz. Oder wenn ich auf der Landstraße bin, findet man immer irgendwo ein Plätzchen. Aber ansonsten, dann müssen die Leute halt mal eine halbe Stunde auf Antwort warten. Also das tut das ging mir so unter die Haut, dass ich wirklich gedacht habe, das war so knapp. Das hätte richtig böse Schaden geben können. Und das war Lehrgeld, muss ich echt sagen. Zum Glück ist nichts passiert. Aber seitdem wirklich, toi, 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 schnell mir auf den Kopf schlagen, mache ich es nicht mehr. Und ich soll auch so bleiben. Ja, hast recht. Mir kam einer entgegen hier oben. Da musste man einen riesen Umweg fahren, weil hier die Straße gesperrt war. Ich glaube, ich hatte das mal erzählt schon. Auf jeden Fall, ich die Kleine auf dem Beifahrersitz. Und dann kommt mir jemand auf meiner Seite, komplett auf meiner Seite entgegen. Und im letzten Moment biegt der noch so ab und ich sehe, dass diese dumme Sau sein Handy in der Hand hat. Ja, ehrlich, wenn ich da irgendwie, Ja, das ist ja das Schlimme, dass sie nicht nur sich gefährden, sondern ja aller Wahrscheinlichkeit an den Gegenverkehr raten. Und genau das wäre mir nämlich auch passiert. Also das ist eine ähnliche Situation gewesen, dass ich auch im letzten Moment noch rübergezogen habe, weil ich es einfach nicht gemerkt habe, dass ich immer weiter links gekommen bin. Und deswegen, das sollte wirklich keiner machen. Und diese Abschreckvideos und Filmchen, die es so gibt, die sollte sich echt jeder mal angeguckt haben. Und ja, bei den meisten hält es halt nicht lange vor. Bei mir, toi, 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 ist es jetzt wirklich so, ich tue das nicht. Das riskiere ich nicht. Ich sag's nochmal, ich hab's letztes Mal, ich hab's jetzt schon oft genug gesagt. Also ich kann mit dem Mikrofon in der Hand fahren. Da bin ich mit dem Auge auf der Straße. Ich kann da drücken, ich kann es mir vor den Mund halten und. Ich habe vielleicht eine Hand frei und damit kann ich lenken und alles ist gut. Aber das Handy, da muss ich drauf gucken, um es zu bedienen. Und ich schwöre wirklich, ich mache nicht mal einen Podcast an. Gar nichts. Das wird alles angemacht, solange wie ich noch stehe. Wenn ich losfahre, habe ich dieses Handy aus der Hand zu legen. Ganz einfach, weil das geht nicht, ohne drauf zu gucken. Und das ist das Gefährliche beim Handy. Und in dem Moment, wo du einmal kurz drauf guckst, bist du schon eine Sekunde Minimum nicht mehr auf der Straße. Und dann guckst du hoch, da ist irgendwas, hast nochmal eine Schrittsekunde. Das heißt, dann sind schon mal 2 Sekunden weg, bis du überhaupt irgendwas reagierst. Und ach nee, das ist unverantwortlich, finde ich. Ja, möchte ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Ist nicht in Ordnung. Was wieder was anderes ist, wenn ich natürlich auf der Autobahn im Stau stehe oder an einer Ampel bin. Ja, dann kann ich gerade mal einen Podcast starten oder so. Das mache ich dann auch. Ja. Naja, machen wir mal weiter in den. Genau. Ja, es ist auch ein fieses Thema. Ja. Hatten wir auch schon eigentlich so oft, aber man kommt immer wieder drauf. Ne? Ja, wie kommt das nur? Migo hat geschrieben, Bundi zusammen, sehr feine Aufnahme, unterhaltsam. Auch ich habe vor 30 Jahren in der Fahrschule gelernt, dass man auskuppeln sollte. So wie es Elke geschrieben hat, sollte es heute kein Problem mehr sein. Wenn ich mit meinem Oldtimer fahre, macht man das irgendwie automatisch. Tropical Islands macht wirklich Spaß. Wir waren auch mal da und preislich ist das für unsere Verhältnisse eine angenehme Sache. Ja, weil er in der Schweiz wohnt, muss man dazu sagen. Ja. Danke an
mein Namensvetter Micha für den Norddialekt. Den versteht man wenigstens recht gut. Und im großen Kanton Deutschland gibt es keine schönere Gegend wie Norddeutschland. Zweimal im Jahr nehme ich die 1000 Kilometer in Kauf und fahre in den Urlaub. Bad Segeberg. Herrliche Gegend, keine Berge, nur Flachland. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, habe ich die 3000er Berge vor mir. Bob kennt die Gegend. Beim Kai muss ich schon sehr gut zuhören, um alles zu verstehen. Macht weiter so. Gruß Migu. Kommt er aus dem Bündnerland wahrscheinlich, wenn er sagt, ich kenne die Gegend. Da ist es wirklich sehr bergig. Ja. Ja, ja. Keine schönere Gegend als Norddeutschland. Mag ich zwar gerne hören, aber wir haben so viele schöne Gegenden in Deutschland, egal wo. Die Berge haben ihren Reiz. Für mich natürlich der Harz, weil ich da ja nun öfters mal verbandelt bin. Dann rund um die Mecklenburgische Seenplatte ist traumhaft. Das Elbsandsteingebirge ist traumhaft. Die Berge, die Alpen mag ich genauso. Leben möchte ich da nicht. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, weit weg hier vom Wasser zu ziehen. Flachland-Tiroler bleibt Flachland-Tiroler. Aber schönste Gegend, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Aber es freut mich natürlich, dass es ihm gefällt. Und Namensvetter Micha, wenn du das nächste Mal in Bad Segeberg bist, melde dich einfach bei mir. Das ist nun wirklich nicht weit von mir. Dann kann man sich mal so von Namensvetter zu Namensvetter auch gerne mal treffen. Ja, tja, und dann hat er ja noch geschrieben, dass er bei mir zu gut hören muss, gut zuhören muss. Wen wundert's? Das war ja, gut. Passt jetzt. Ja, jetzt. Ich traue es mir schon gar nicht zu sagen. Würde ich doch mal gern wissen. Also ich spreche oder versuche es zumindest mal hier Hochdeutsch zu sprechen. Bei den Landfunkern sieht das ja wieder anders aus. Da spreche ich ja platt. Aber versteht man mich echt nicht? Ja, das können wir, glaube ich, nicht beurteilen. Ich weiß, dass er im Chat ist. Er hat sich eben noch umbenannt in WG-Besucher. Mittlerweile ist er anscheinend dann doch nicht mehr da. Ja, bevor er es abgehauen, bevor der Kommentar vorgelesen wird. Du könntest ihn ja fragen. Ja. Naja, er kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, er wird sich, er hat sich als Guest 11245. Doch, er ist noch da. Er kann ja mal schreiben. Ob er mich wirklich so schlecht versteht, wenn ich hier rede? Komisch. Naja. Na, dann kommen wir mal zu dem nächsten Kommentar. Soll ich das mal im Blatt vorlesen? Ja, mach doch ruhig mal. Das ist schwer. Wenn es Hochdeutsch geschrieben ist, im Blatt vorlesen, das geht nicht. Okay. Ja. Versuch's. Er schreibt gerade, nein, bin da, Migu. Ja, schreib mal, warum du mich nicht verstehst. So, der Twizy ist eigentlich elektrifiziertes Quad mit Dach. Mangels Heizung ist deshalb auch das meist verkaufte Zubehör Heizdeck für die Bären. Für eine Kurzstrecke in der Stadt, nach der Arbeit, zur Eisdiel oder zum Bodycross oder als Leihfahrzeug für 16-Jährige kann ich mir das Twizy gut vorstellen. Für tägliche Fahrte über die Autobahn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde und mit einer in der Praxis maximal erzielbare Reichweite von 70 bis 80 Kilometer, im Winter 50 bis 60 Kilometer, scheint der Twizy mir für Raidens Arbeitsweg nicht geeignet. So. Was? Ja, okay. Naja, ja, okay. Da wärst du doch zu einem anderen Elektrofahrzeug greifen müssen. So, jetzt der Bärfrau hat gleich geschrieben, doch, ein Tesla. Tesla. Ja. Und Tesla macht jetzt sogar Geländewagen. Okay. Das wäre was für ein Raiden. Ja, die kommen demnächst. Das werden richtig heiße Kisten. Dann braucht der Raiden nicht mehr so viel. Der Nachzug hat es kaum verstanden und er weiß, was er geschrieben hat. Komm, du hörst auch Landfunker. Ja. Aber was ich jetzt gesehen habe, es gibt sogar Roller mittlerweile, die auf Elektrobasis sind. Ne? Die hatte ich auch noch nicht gesehen. Die habe ich am letzten Wochenende bei meiner großen Shoppingtour zufällig da stehen sehen und die sahen ganz interessant aus. Und die waren auch gar nicht so teuer. Aber der Weg von ihm ist, glaube ich, zu weit. Ich finde die gemeingefährlich, diese Elektro... Ja, weil man sie nicht hört, ne? Ja, genau. Auch diese Elektroscooter mit diesen zwei Rädern rechts und links, weißt du? Ja. Das ist, finde ich, echt gefährlich, wenn die von hinten angerauscht kommen.
Jetzt schreibt er wie hieß er nochmal? Miku, nee, wie? Ja, ja, Miku, Micha. Ja, jetzt habe ich es auch nicht verstanden, furchtbar. Ja, das war jetzt mein Dialekt und ja, doch schon ein großer Unterschied. Das war pelzisch. Das war, das war Saarfränkisch. Oh Gott, ist das auch noch wieder ein Unterschied. Ja, wir wohnen ja, ich sag mal, Ausläufer vom Hunsrück an der Nahe. Nahe ist, ja, ziemlich fern von hier. Kleiner Fluss, der in den Rhein mündet. Und ja, es gibt halt eben, das ist von Ort zu Ort auch unterschiedlich, unser Dialekt. Und also das heißt zum Beispiel, ich hier spreche wieder ein anderes Dialekt wie, was weiß ich, 2-3 Orte weiter oder so. Deswegen, es ist kein, pfälzig ist es nicht. Das pfälzig ist zum Beispiel, was der Uwe und der Ralf sprechen von den Landfunker. Das ist pfälzig. Und sag ich mal, der Wolfgang von der Dreibogon, wenn der platt reden würde, würde er Moselfränkisch sprechen. Dazwischen gibt es so noch dann Hunsrücker Platt und das hier ist dann Saarfränkisch. Ja, ja. Hauer. Ja. Wie gesagt, bei den Landfunkern musste ich mich einhören. Mittlerweile geht's. Hast du jetzt da die Vokabeln drauf? Na, die Vokabeln nicht, aber es ist ja auch ein Unterschied, ob man nur verstehen kann oder ob man mitreden kann. Das geht mir ja mit unserem Ostfriesenplatt oder egal, wo ich meine Kunden hier sitzen habe, die eine eigentümliche Sprache haben. Verstehen tue ich sie mittlerweile alle, aber mitreden kann ich halt nicht. Ne? Wir hatten gestern, der Bob hat hier gestreamt gestern, da hatten wir einen Schweizer hier in der Pott-WG. Und wenn der dann richtig Schweizerdeutsch geredet hat, dann haben wir auch nichts verstanden. Der ist klar. Ja. Gut. Das waren die Kommentare. Das waren die Kommentare. Micha, du sollst mal platt sprechen. Ich sag ja, dass ich das nicht kann. Ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht reden. Und wenn spricht man da kein Doch, platt. Aber ich kann es einfach nicht. Okay. Ich habe das als Kind nie gelernt. Meine Großeltern, ich bin mal meinen Großeltern aufgewachsen halt, nachdem ich halt aus dem Heim gekommen bin sozusagen. Und die haben halt nur feinstes Hochdeutsch gesprochen und ich habe das nie gelernt. Ja. Und wenn man dann hier in der ländlichen Gegend ist, ich bin danach ja nach Bremen gegangen, von Bremen nach Hamburg und von Hamburg nach Übersee und bin dann ja irgendwann zurückgekommen. Aber das Platt-Snacken habe ich hier nie gelernt. Okay. Tja. Aber der Dialekt ist finde ich schon geil. Ich würde das gerne können, muss ich sagen. Ja, ich finde es auch schade. Ich mag das sehr gerne. Ich finde das aber auch. Auch wenn ich es nicht verstehe. Ich habe die Tage erst wieder Werner geguckt. Das ist einfach geil. So gerade so. Meine speziellen Lieblinge ist eben halt so hamburgerisch oder Rostocker. Die sind sich ja sehr ähnlich. Aber so dieser Hamburger-Slang, das ist so wirklich auch so meine Lieblingsmundart, sag ich mal. Aber die haben alle was für sich. Ich kann sogar den Sachsen ab und an was abgewinnen, wenn es nicht über Tage ist. ja, ganz witzige Geschichte. Ich habe damals das VW-Werk in Zwickau betreut und so in den Anfangsdingern gab es in dem Presswerk den Einkäufer, der mit mir eben halt gesächselt hat und ich dann irgendwann auch mal erwähnt habe, so, naja, verstehe ich nicht und da hat er gesagt, das wirst du wohl lernen müssen, wenn ich hier im Werk irgendwie ein Bein an den Boden kriegen will, weil die geben sich keine Mühe, mit den Auswärtigen halt Hochdeutsch zu sprechen, ne? Das war in Ostfriesland damals das Gleiche. Der hat es ja noch mehr gesagt, noch extremer. Wenn du mit uns Geschäfte machen willst, dann musst du lernen, uns zu verstehen. Und machen die auch. Das ziehen die eiskalt durch. Ne? Die geben dir ein-, zweimal die Chance. Und wenn du es dann nicht kannst oder die merken, du willst das nicht, dann bist du unten durch. Der Muffel ist da. Hallo, Muffel. Hey, Muffelewuff. Hat man dich aus dem Schrank rausgelassen? Naja, ist wahrscheinlich noch am Setup. Ja, ist noch am Aufbauen. Aber hier gerade Hamburger Blatt, also was heißt Blatt ist ja nicht, der spricht ja dann auch Hochdeutsch, aber mit diesem Slang dann drin. Das klingt ein bisschen kodderig so. Der Podcast hier, Opa Harald, erzählt ja mal. Ja, ich finde das richtig klasse und ich bin ja sowieso so maritimer Fan, sag ich mal. Das finde ich. Da kommt auch viel zu wenig. Ja, leider. Ja. Aber gut, es ist ja. Ich glaube, es sind jetzt drei oder vier Folgen erst draußen. Aber Bob, so von wegen kodderig, Berliner Mundart hört sich auch kodderig an. Ja, stimmt.
Ne, das ja. hat auch so ein bisschen Assi-Touch immer, auch wenn man die Leute ein bisschen näher kennt, weiß man da. Ich war in meinem ersten Leben mit einer Rheinländerin verheiratet aus Aachen. Wie ich die ersten Male bei denen mit zur Familie war und so, da habe ich immer gedacht, ey, was ist das für ein Assi-Volk hier, weißt du? Aber das ist einfach deren Art und da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich habe mich da echt schwer getan am Anfang. Ich habe immer gedacht, wie reden die? Das ist ja voll die Kotterschnauze und das mochte ich überhaupt nicht. Aber wenn man dann weiß, wie die das meinen, dann ist das ganz im Gegenteil alles andere als kotterig, sondern äußerst herzlich und freundlich gemeint. Da jede Mundart hat sein Für und sein Wider. Klar, ja. Aber wie gesagt, ich würde es auch gern kennen und ich finde das auch toll, wenn das weiter unterstützt wird, weil irgendwann würde sowas aussterben und das wäre einfach schade drum, ne? Ja. Ja, ich habe das öfter mal auf Radio Niedersachsen hier, NDR1, ne? Das ist zwar der Hausfrauensender, aber die haben ab und zu... Der Piratensender, meinst du? Nein. Du, die haben so Sendungen, da sprechen die wirklich platt. Und das hört sich so gut an. Ich höre das so gerne. Und alleine deswegen höre ich das manchmal. Die Musik ist zwar mitunter wirklich richtig grauenhaft, aber das ist gut. Das ist richtig gut, dass da noch diese Mundart erhalten wird. Aber das sind halt auch die Älteren, ne? So auf den jungen Sendern, da hörst du sowas nicht mehr. Ja, klar. Nee. Ist vorbei. So hier bei den, was weiß ich, Landfrauen und Heimatverbände und sowas, da legen ja, die Wert drauf. Wenn da junge Leute noch mit rein wollen und da mitmachen wollen und so, dann sollten die auch das gewillt sein, dass sie das nach und nach lernen, wenn sie es nicht können. Aber die damit groß werden hier, die Kids, die können das eben halt. Das ist wie zweisprachig aufwachsen. Ne? Das sehe ich ja meinen Jungs auch, die können das auch nicht. Aber so die Freunde hier vom Lande, da sind schon welche bei, die eben halt mit Oma und Opa auf dem Hof waren und das dann von klein auf mitgelernt haben. Die können das wie eine zweite Sprache. Ne? Ja, aber wenn deine Kinder, die sind doch dort groß geworden, wo du jetzt wohnst, oder sagen wir mal in Norddeutschland. Ja, dann, ja aber wie unterhalten die sich denn mit ihren Freunden? Sprechen die alle Hochdeutsch dann? Ja. Weil bei uns hier spricht keiner Hochdeutsch auf der Straße. Mach ja im Ostfriesischen oder im Nordfriesischen oder Bremen ist ja auch so ein bisschen ähnlich wie Hannover, so ein bisschen Ausnahmestellung. Hier legt man ja auch Wert auf die gute Aussprache und dann wird es wahrscheinlich auch nicht vermittelt. Das ist dann erst, wenn man so über die Landesgrenze halt nach Niedersachsen rauskommt und da dann eben halt in die ländlicheren Bereiche reinkommt. Ja. Bremen selber kann kein Mensch platt. Wage ich zu bezweifeln, außer das Bremer platt, aber das ist ja nicht wirklich platt. Zum Beispiel, ich habe jetzt mal hier meinen Podcast oder so, ne, wo ich ja auch Hochdeutsch rede, mal jemanden vorgespielt, mit dem ich dann auch so halt eben kenne oder so, der sagt, wie hörst denn du dich an? So richtig gestänzt, weißt du, so. Ja. Weil bei uns, wenn du hier auf die Straße gehst und sprichst mit einem Hochdeutsch, der sagt, sag mal, hast du sie noch alle oder was? Hast du gelesen, was Mr. L. geschrieben hat? Ich verstehe jeden Sachsen, der Hamburger platt spricht, besser als Franzosen, die Englisch sprechen. Ja, das ist auch was dran. Ja, da gibt's auch Schwierigkeiten, wenn du im Englischen da noch eine andere Sprache drin hast. Ganz schlimm finde ich Thailänder, die dann Englisch sprechen, da komme ich überhaupt nicht mehr mit. Ja, weil da aber ja auch die Tonlage, die Klangfarbe ist ja eine ganz andere. Englisch sprichst du ja praktisch mit dem hinteren Teil des Kehlkopfs, Französisch mit dem vorderen. Wir Deutschen sprechen mittig, deswegen können wir auch beide Sprachen ziemlich recht gut. Aber das geht dann überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Ich hatte anfangs Schwierigkeiten. Ich habe ja gesagt, ich habe dieses Schulenglisch eigentlich gesprochen, dieses Oxford-Englisch. Ja. Und in England kommst du eigentlich, ich bin nicht so der Englisch-Typ, also so in Richtung Raiden vielleicht. Aber da konnte ich mich verständigen, das ging. Ja, klar. Das ist auch Gewohnheit. Aber diese amerikanischen Folgen dann zu gucken, im Originalton, das ist komplett was anderes. Ja, klar. Ja, die sprechen ja auch an, die sprechen ja, da heißt es ja zum Beispiel, was weiß ich, die sprechen halt eben der Ausländer, nicht alles, das ist auch nicht was alles. Ja, nee, die sprechen aber auch nicht alles so aus, wie es in Oxford Englisch heißt zum Beispiel. Ja, und dann kommt es ja auch noch drauf an, wo, probier mal einen Texaner zu verstehen. Da verstehst du kein das, Wort. Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen problematisch, genau. Ja. Aber das war eigentlich mehr so mein Problem als diese Vokabeln an sich, aber das zu verstehen.
Aber ich finde, das ist so ein bisschen am Anfang natürlich auch die Hemmschwelle. Man traut sich das nicht zu und man denkt vielleicht auch, oh, ich mache mich da dann lächerlich. Aber wenn du 2-3 Tage irgendwo im, ja, gerade Thailand oder bei mir öfters halt Indonesien und solche Ecken, wenn man dann gezwungen ist, weil man sich eigentlich nur mit Händen und Füßen und ein bisschen Englisch unterhalten kann, da wächst du so rein und nach 2-3 Tagen, da sprichst du, als wenn du das ganz normal findest. Ja, muss ja. Nutzt halt nichts, ne? Ja, wenn du halt eben keinen Kontakt irgendwie zu Engländern, Amerikanern, also zum Englischen nicht hast, dann traust du dich auch nicht irgendwie. Aber wenn du da mal, was weiß ich, länger in Kontakt hast und musst es reden und dann klappt das, ja. Und deswegen ist das ja auch empfehlenswert, was die Kinder auf jeden Fall ein Jahr ins Ausland gehen, weil sie da die Sprache halt einfach am einfachsten und am besten lernen. Ne? Ja, aber das bringt ja auch nichts. Die lernen das zwar, aber wenn du es dann, wenn du nach dem Jahr wieder nach Hause kommst und du sprichst es nicht mehr, dann verlernst du alles. Ja, das ist so. Ja, das stimmt. Also du musst irgendwie eine Möglichkeit haben, dass du es auch immer mal wieder sprechen tust. Entweder Urlaub halt eben in dem Land oder, ja. Ja, du hast es eigentlich optimal, ne? Ich habe sowieso optimal. Ja, okay, nee, das hatte ich ja auch beim Raiden, das hatten wir ja schon mal, ne? Dass der Raiden vielleicht nach England reisen soll. Ja. Ne? Ich glaube, der Bärfrau war es, der sie ihm vorgeschlagen hat. Ich meine, der Bärfrau war es oder was? Der Genie, ich weiß nicht mehr. Urlaub machen da, ja. Ja, oder einfach mal hier in den Flieger setzen, 2 Tage nach London und das Ganze mal ausprobieren. Am besten so Couchhopping. Dieses, weißt du, Couchsurfing oder wie nennt sich das? Ja, dass er bei Land und Leute unterkommt. Nicht irgendwie im Hotelzimmer, wo man sich zurückzieht, sondern da, wo man wirklich mit den Leuten konfrontiert wird. Ja. Ja, oder als Au-pair nach Australien, genau, richtig, Nachtzug. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber da kriegt er nur eine Stelle, wenn er vorher keine Fotos schicken muss, glaube ich. Du warst ja Freunde hier. Als Au-pair meine ich. Mit unserem Beambox am Morgen. Oder der Sven schneidet das raus. Diesmal muss halt sowieso schneiden. Na, nein. Ist ja nicht böse gemeint. Der Miss L schreibt, wie er das einschätzt, reden danach die Engländer alle fränkisch. Genau, der Servus, überzeugt Leute, die zu seiner Sprache. Herrlich. Ja. Servus, Leute, horch mal hier. Ich bin's, Raiden. Ja, das ist auch noch ein schönes Dialekt. So Amerikaner, die dann unser Dialekt sprechen. Das ist auch cool. Ich bin ein Berliner. Dann heißt das nicht mehr Großbritannien, sondern Neufranken. Ja. Naja. Gut, jetzt sind wir ja eigentlich mit den Kommentaren durch, ne? Ja. Wolltest du mit deiner Woche anfangen, Kai? Oder? Ja, kann ich gerne machen. Ball haben wir heute keinen. Der hat den Raiden eingesperrt in den Ballschrank. Ja, ich hatte ja letzte Woche, glaube ich, erzählt, muss man gerade gucken, dass ich mir die DVD oder Blu-ray gekauft hatte, hier Zurück in die Zukunft, weil ich nicht ins Kino gehe. Ja, jetzt war ich doch im Kino. Ja, hat dann doch geklappt mit Kino gehen und ich muss echt sagen, bin froh, dass es geklappt hat. Also das war schon so richtig gut, die 3 Filme Zurück in die Zukunft zu sehen. Wobei mir beim 3. Film dann auch irgendwann der Arschbacken angefangen hat, weh zu tun. Da wär's mit deiner DVD-Box zu Hause wahrscheinlich bequemer gewesen. Genau, ja. Obwohl ich sagen muss, das Kino, in dem wir waren, das war doch sehr toll. Also es war ein älteres Kino. Du hast da richtig viel Beinfreiheit gehabt, nicht so eng wie in den neuen Kinos. Und du hast halt eben auch einen Tisch vor dir gehabt. Nicht so einfach nur wo dein Getränk reinstellen kannst oder so. Nee, du hast einen richtigen Tisch gehabt mit Lampe dran, die dann natürlich gedimmt wurde, während der Film lief. Und war also wirklich schön, mal nochmal zurück in die 80er zu reisen, beziehungsweise in, was war das, in die 50er und in die 2000, nach 2015, ja.
Ich war, glaube ich, um 12:30 zu Hause und ja, müde. Ja, das glaube ich gerne. War ja, das war doch, das ging, glaube ich, um 17:30 ging's los. Ja, also das war auch, ja. Aber waren Pausen und so dazwischen, ne? Ja, war das jeweils haben die nicht nonstop in durchgespielt, ja, ja. Immer so eine Viertelstunde oder so. Und auch ja, eine Möglichkeit, da was zu essen und zu trinken, oder muss es dir das mitbringen? Weil sechs nee, Stunden, da brauchst du ja auch schon was zu trinken. Ich war vorher mit dem Kumpel bei im Dönerladen und hab mir so einen Dönerteller bestellt und nachher hatte ich mir noch ja so eine Tüte Chips oder was gegönnt und halt eben was zu trinken. Aber jetzt so richtig essen oder so, was man halt eben so im Kino bekommt, ja, ja, Gummibärchen ja. Und so, was. Nachos. Ja, aber ja, genau. Ja, aber das war auch jetzt für mich das erste Mal, dass ich so einen Dreiteiler an einem Stück geguckt habe. Im Kino, also das habe ich noch nie, man konnte das ja auch zum Beispiel bei Herr der Ringe oder so machen, was ja noch viel länger geht, wie ja, das muss aber bei 9 Stunden gehen, oder? Da musst du morgen schon anfangen, dass du abends fertig bist. Ja, und bei jedem Mal, wenn das Wort der Ring fällt, einen Schnaps trinken und dann hast du, ich glaube auch nach dem zweiten Film, hast es dann gepackt. Ja, dann hast du die Augen doch schon zu. Ja, also ich muss sagen, beim dritten Film sind mir die Augen ab und zu mal zugefallen. Also ich war dann doch irgendwann fertig. Ja. Ja, aber Hauptsache, es war ein Erlebnis und das nee, dann war, doch ja. Unterm Schlussstrich schön war. Ja, also ich habe hier von meiner Zuckergruppe, der eine, der war auch im Kino und da stand wohl auch so ein DeLorean vor der Haustür. Ja, das war wohl bei einigen so. Das konnte man auf Facebook ganz gut sehen, dass ja. Viele von meinen, ja, durch das Hobby Geocaching eben halt dann auch in dem Film waren. Und da haben von diversen Kinos solche Autos wohl gestanden. Ja, ja. Ja, fand ich schon cool. Also würde ich auch mal gerne in live sehen, so ein Teil. Aber na, besuch mich in Bremen. Ich kenne jemanden, der einen hat. Ja? Können okay. Wir gerne besuchen fahren, das kriegen wir hin. Kann ich da ist machen, ja wieder das mit der Strecke, ne? Ja. Ja, genau. Ja, ja. Das kann man ja auch da oben aber auch schön mit Urlaub verbinden. Ja, dann. Achso, du hast keinen Urlaub. Ich habe gesagt, sonst kommst du am 26. Dezember und dann fahren wir am 27. nach Hamburg zum CCC. Yay! Ja, das wäre es gewesen. Ja, aber nee, ich hatte letztes Jahr zwischen den Jahren, sagt man, glaube ich, Urlaub gehabt und dieses Jahr ist jemand anderes dran. So ist das mal bei uns, ja. Ja, am Wochenende kam ich so auf das schmale Brett, ich könnte mir ja mal meinen Windows-Rechner hier neu aufsetzen, weil doch das ein oder andere ein bisschen gespackt hat. Und ich habe ja hier die tolle Acronis Backup-Möglichkeit und mache auch dauerhaft ein Backup von einem System und habe auch ein Backup von einem System mit allen Programmen und so. Also so ein Clean-Install praktisch. Und habe dann über Acronis das versucht anzustoßen. Das hat auch geklappt, das Anstoßen, bis dann irgendwann die Meldung kam, was weiß ich, irgendwas finde er nicht mehr. Ich soll jetzt da die Windows-CD reinlegen, um Windows zu reparieren. Dann hat er mal 2 Stunden repariert und es ist nichts passiert. Tja, was machst du da in deiner Not? funkst du mal den Raiden an? Da haben wir es wieder. Ja, da haben wir es wieder. Ohne Raiden läuft nämlich hier nichts, außer dem Podcast ab und zu mal, wenn er da mal nicht kann. Aber was Windows-Rechner betrifft, hat er wirklich voll die Ahnung. Und er hat gesagt, hast du dir keine Boot-CD gemacht von dem Acronis? Sagte ich doch. Ja, schmeiß die mal rein. Die habe ich dann reingeschmissen. Er hat mich dann da durch dieses Boot-Menü gelotst, was da alles, welche Partition und dies und das und jenes. Will ich jetzt ja gar nicht näher drauf eingehen, ist ja egal. Jedenfalls mittlerweile läuft das Ding wieder, dank Raiden. Und siehe da, nach dem Clean-Install habe ich mittlerweile sogar die Update-Möglichkeit auf Windows 10. Das hatte ich vorher nämlich nicht, komischerweise. Weiß kein Mensch, warum. Mittlerweile ist es da, aber ob ich den Schritt jetzt dann noch gehe, weiß ich auch noch nicht. Raiden hat ja mal das Windows 10 ausprobiert und für nicht gut empfunden. Deswegen denke ich mal, werde ich noch ein bisschen auf Windows 7 bleiben. Never touch a running system. Genau.
So sehe ich ja aus. Genauso. Ich traue mich ja auch nicht. Bei mir leuchtet mittlerweile dieses Update auf Windows 10 auf nur noch für kurze Zeit, dann kostenpflichtig. Mhm. Also diese kostenlose Version läuft wohl irgendwie demnächst aus. Wann weiß ich nicht. Aber ich traue mich auch einfach nicht. Ich bin ja begeistert, will ich nicht sagen. Aber ich bin halt Windows-Fan. Ich möchte nicht auf Apple umsteigen, auch wenn ich einen kriegen könnte. Ich will ihn trotzdem nicht. Mein Win 7 auf dem Rechner läuft super. Klar macht er zwischendurch auch mal Updates, aber das, wenn man nicht gerade, ich habe bei der letzten Aufnahme, die ich mit Hatti zusammen mache, da habe ich dann aus Versehen im Hintergrund gerade ein Update fahren lassen, wo wir hier mit der Aufnahme starten wollten und dadurch ging alles über den Jordan. Das war dann aber nicht die Schuld meines Windows-Rechners, sondern von dem dummen Batz, der davor sitzt, weißt du? Da habe ich einfach nicht den Haken gesetzt für nicht im Hintergrund updaten und so. Und ich bin mit meinem System voll und ganz zufrieden seit Jahren. Ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich da irgendwann mal Stress hatte oder ich weiß nicht. Was mir so ein bisschen fehlt, ist halt eben das Übergreifen von allen Geräten. Du hast ein iPhone, du hast ein iPad und irgendwie der Windows-Rechner greift da gar nicht mit ein. Und ja, okay. Mag ja, sein. Jetzt ich vermisse das nicht. Vielleicht liegt es da dran. Ja, bei mir ist das schon so. Also ich vermisse das schon. Das geht schon los bei meinem Tweet-Account lesen, ja. Da kommst du heim, ja, da will ich jetzt ja hier nicht am Handy sitzen und alle Tweets lesen, die würde ich dann gerne am PC lesen, wenn ich dann hier bin. So, mache ich mein Tweet-Deck auf, dann springt mir da der letzte Tweet ein. Dann muss ich anfangen, schon wieder zu scrollen. Ich weiß, das sind alles kleine Dinge, aber so richtige Probleme sind das halt eben nicht. Und ich meine, der Rechner läuft ja auch noch. Und was soll ich mir jetzt was anderes kaufen? Zum Zocken habe ich eine PlayStation und das, was ich auf Windows zocke, läuft auf dem Rechner noch. Ja, und irgendwo sehe ich auch nicht ein, dass ich jetzt jede Menge Geld in die Hand nehme, um mir so ein Apple-Teil zu kaufen. Aber ja, ich weiß es halt eben, ja, es steht im Moment auch nicht zur Debatte, ein neuer Rechner, aber das sind alles halt eben so Dinge, die mich da ein bisschen stören an dem Windows. Aber jetzt nach deinem neuen, ja, aufgesetzten, läuft er wieder rund. Ja, läuft alles prima, ja. Weil ich glaube, in deinem Podcast hattest du gesagt, dass du das Gefühl hast, dass er jetzt ein bisschen langsamer ist als vorher. Oder das hat sich, glaube ich, wieder eingestellt. War wohl, ich denke mal, der hat dann im Hintergrund vielleicht noch in der Dropbox was geladen, irgendwelche Updates runtergeladen, die dann von dem letzten Backup her nicht das kann sein. Nicht, da irgendwas war. Aber mittlerweile, ich habe heute Abend den angemacht und ja, läuft eigentlich alles rund soweit, ja. Ja, also wie gesagt, neuer Rechner steht im Moment nicht zur Debatte. Da sind andere Sachen, die neu her müssen. Also mein iPad zum Beispiel, das ich habe noch das 3er, da denke ich mal, werde ich aber warten, bis es eher 3 oder was rauskommt, was auch immer. Neue Frau schreibt der Nachzug, ja. Wenn die kosten auch mehr Geld. Ja, stimmt. Außerdem bin ich von der letzten noch ein bisschen gebrandmarkt. Naja, okay. Anderes Thema. Ich bin die Woche mal nochmal auf dem Bock gewesen und habe für euch ein kleines Video gedreht, also ein kleines YouTube-Dingenskitchens. Vielen Dank für den Besuch. Ja, ich war nämlich in Bremen, müsst ihr wissen. Ich habe den Micha besucht, weil mit dem Bock ist das gerade mal 20 Minuten entfernt, je nachdem, wo du bist. Ne? Das sind halt eben so Dinger jetzt da hier, Video rendern und so, dann rödelt der hat halt eben nur 6 GB Arbeitsspeicher, dann rödelt der sich schon hier in Ast, ne? Sind dann so Sachen, wo ich mir sage, ja, einer mit 16 GB würde ich dann schon fetzen, ne? Also was mich bei der Gelegenheit zu diesem Spiel mal interessieren würde, ich habe also krampfhaft versucht, anhand der Bilder, wo die Bremen-Schilder halt drauf waren, zu erkennen, aus welcher Seite du nach Bremen reinkommst. Gibt's hier nirgendwo. Okay. Also das scheint wirklich Fantasiestraße zu sein, die ist also nicht der realistischen Gegend nacherfunden. Nee, ich denke mal, das wird auch dann zu weit greifen, wenn du jede Stadt, und ich meine, da hast du einige, die haben praktisch Zentraleuropa, Nord- und Osteuropa gibt's auf der Karte und wie viele Städte gibt's da, weiß ich nicht. Das kannst du ja gar nicht. Ich muss sagen, es ist wirklich so, von der Karte her, es ist einfach schön, da drüber zu fahren und so. Und es ist schon gut gemacht, aber jetzt da alles da genau
Ja, aber solange keine groben Schnitzer drin sind, dass München irgendwie kurz hinter Flensburg liegt oder so, das nee, ist... Nee. Also, und dann passt das ja auch. Das ist schon, dass du, wenn du jetzt von München nach Hamburg zum Beispiel fährst, dann steht da schon, was weiß ich, keine Ahnung, weiß jetzt ja nicht, wie lange man da braucht, 8-9 Stunden oder mit dem LKW vielleicht 10-12 oder so. Ja, und du kannst halt eben rechnen, so 5 Stunden sind 20 Minuten im Spiel. Ah, okay. Ja. Und, ach so, der Zeitfaktor wird auch umgesetzt. Ja, ja. Also bist jetzt ja nicht hier München-Hamburg in einer Minute oder so. Das dauert schon seine Zeit. Ja, cool. Ja, okay. Ja, ja. Der kommt gerade eine Frage aus dem Chat, ob es den ETS, also den Euro Truck Simulator, nicht auf PlayStation gibt. Nee, gibt es auf Windows, Linux und Mac. Ja. Und ich habe da, das war jetzt einmal, wo ich jetzt hier aufgenommen habe, im Multiplayer. Da musste man vorher immer irgendwie eine Beta-Version installiert haben. Das geht also mittlerweile komplett ohne irgendwelche Beta-Version. Das geht einfach so. Du musst dich da einloggen, ich glaube mit deinem World of Trucks-Account, und dann kannst du den runterladen, musst dich dann in dem Spiel wieder anmelden. Der startet dann automatisch den Eurotruck-Simulator und dann kannst du loslegen. Musst halt eben aufpassen, da sind dann halt eben auch andere Spieler auf der Straße unterwegs, und mir ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass mal einer reingefahren ist, dann hast du halt eben riesen Schaden, musst einen LKW abschleppen lassen und so weiter. Das ist schon, wenn man Lust hat und... Der Klaus fragt gerade im Chat, ob es mit dem Linux nicht geht. Ja, mit Linux geht's, ja. Mit Linux läuft das, glaube ich, ne? Und wenn nicht, gibt es doch dieses Wine oder irgendwie was. Muss man mal probieren. Wine, das ist ein Windows-Emulator. WinE, Wine. Windows-Simulator. Ja, hat der Klaus denn, was hat der denn? Der hat Linux. Und ich denke, da kann er vielleicht... Nee, habe ich ja gesagt, auf Linux läuft es und auf dem Mac auch. Mhm. Also einfach Steam installieren und dann das Spiel halt eben kaufen. Da solltest du halt eben warten, bis es irgendwo mal im Angebot ist. Ubuntu läuft, also ich habe immer das Xubuntu oder Kubuntu gehabt, das läuft da drauf, ja. Komisch ist ja, dass du vorhin gesagt hast, du den ganzen Tag fährst du Auto und dann hast du am Wochenende keinen Bock, mal nach Hamburg zu kommen. Ja. Aber fährst jeden Tag noch hunderte von Kilometern LKW. Du, da kann ich richtig gut entspannen. Da mache ich mir einen Podcast an oder Musik oder was. Okay. Und dann sitze ich hier auf meinem Bürostuhl, streck die Füße unter den Tisch und dann geht's los. Oder bin auch einfach mal hier in der Pott-WG gestern Abend zum Beispiel, wo der Bob gestreamt hat. Bin ich ein bisschen Truck gefahren. Ja, also ich kann da richtig gut entspannen. Aber nochmal zu dem Linux hier, der Roland, der ja hier auch mal mitgemacht hatte beim Raidinger, der hat das auch unter Linux. Also das läuft. Das musst du mal gucken. Ja, ja, stimmt, das war ja auch so ein Linux. Ja, der hat mich ja erst auf das Spiel gebracht, der Roland. Ja. Jo, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch erinnern kann. Ich hatte ja Probleme, auf meinen Flickr-Account zuzugreifen. Das Problem habe ich mittlerweile gefixt. Zwar hat mir da, Yahoo nicht geholfen, Raiden auch nicht. Ich habe mir selbst geholfen, indem ich mal endlich mal mein Login endlich mal gefunden habe. Und hast du Bilder wieder entdeckt, die du schon lange vermisst hast? Ja, ich hab gesehen, ich habe ja den Link mal in den Chat gepostet, könnt ihr mal gucken nach meinen Bildern. Also es sind halt eben, die letzten Bilder sind ziemlich viele Instagram-Bilder, und ich muss, am 24. November 2014 habe ich das letzte Bild hochgeladen. Das ist ja fast ein Jahr, wo ich nichts gemacht habe da. Tja, aber könnt ihr mal gucken hier, wo ich da, was weiß ich, auf Borkum war oder keine Ahnung. Oder im schönen Allgäu habe ich auch Bilder, Oktoberfest, im Gondwana war ich 2013, jede Menge Traktoren habe ich geknipst, so viel zur Technik, lieber Taunide. Ja, genau. Ja. Das war der heutige Technikanteil, schau dir die Bilder vom Kai an. Ja, so ein schöner alter Lanz-Traktor, ja, oder so eine alte Dreschmaschine, ja, schaut mal rein. Und lasst mal ein Herzchen da, wenn ihr wollt. Ja, das war meine Woche. Mehr habe ich nicht erlebt.
War aber doch einiges. Ja, war doch einiges eben, genau. Hast ja trotzdem eine halbe Stunde vollgekriegt. Echt? So lang? Ja, glaube schon. Gefühlt mein auf jeden Gott. Fall. Bob, kannst du mir da rausschneiden? Das veröffentliche ich nachher im Planet Kai Podcast. Ja, nee, das hast du schon erzählt, oder? Ja, also mit dem Kino, da hatte ich schon ein leichtes Déjà-vu irgendwie. Das habe ich ja, schon mal gehört. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ich meine, du hast auch einen Personal Podcast. Was wird bei dir nicht anders sein, Bob? Du haust ja auch immer noch schnell montags eine Ausgabe raus, bevor wir Dienstags und wir treffen. Bei mir, das sind die richtigen VIP-Hörer. Ah, okay. Ich sehe da auch so einiges, was da schon mal hier irgendwo anders gelaufen ist. Ja, klar, natürlich. Ja. Ist doch logisch. Ja. Ja, aber soll ich dann weitermachen? Ja, mach du mal weiter, genau. Ja. Ich hatte ja erzählt, dass wir hier ein bisschen große Renovierungsaktion hatten, dass wir uns ein neues Wohnzimmer quasi gegönnt haben, so eine schöne neue Wohnlandschaft. Und ja, da ich die meisten Möbel ausgesucht hat, hat meine Frau dann gesagt, da muss ja auch ein neues Laminat rein. Und es ist ja klar, wenn Laminat rein muss, muss das Zimmer natürlich leer. Unter anderem haben wir natürlich auch einen Fernseher im Wohnzimmer und das ist ein alter Sony. Damals war das ein schönes, gutes Gerät, aber hat nun mittlerweile 10 Jahre, glaube ich, auf dem Puckel. Und der hatte schon die letzte Zeit immer so einen Streifen auf der linken Seite. So ein ganz schmaler, vielleicht 1 Millimeter breit, von oben nach unten rötlich gefärbt. Hatte ich dann mal so in den einschlägigen Foren gelesen, dass das also wohl bei dieser Sony-Serie eigentlich schon nach so ungefähr 5 bis 6 Jahren kommen würde. Zuerst ist es ein Streifen, dann 2 Streifen und dann irgendwann ist es eben halt ganz kaputt. Reparatur würde sich nicht lohnen. Ja, mit diesem einen Streifen konnte ich immer gut leben. Aber nachdem wir das Wohnzimmer jetzt wieder eingerichtet haben und ich den Fernseher wieder aufgestellt habe, holla die Waldfee, da haben die sich irgendwie vermehrt. Also der konnte den Transport wohl nicht mehr ab und somit musste ein neuer Fernseher her. Ja, da kannst du richtig Geld für lassen, ne? Also ich wollte kurz was zu dem Sony sagen. Ich hatte den Sony Black Trinitron oder Trinitron 1989 oder 1990, wie die draus kamen, gleich gekauft. Ja. Und den habe ich bis vor 5 Jahren habe ich den gehabt. Ja, ich bin da auch normalerweise, also was das angeht, ich bin da wirklich Sony-Fan, muss ich auch sagen. Super Fernseher, echt. Ja, und jetzt ist meine Wahl natürlich auch wieder auf den Sony gefallen. Meine Frau hat fast einen Dahlschlag gekriegt, weil ich den, ja, wie gesagt, da bestellt habe. Ich habe also einen Freund, der ein Radio- und Fernsehgeschäft hat. Ich brauchte also nicht in so einen großen Fachmarkt meines Vertrauens zu gehen, sondern kann da zum Kumpel gehen, wo ich den dann halt auch noch ein bisschen billiger zumindest bekomme. Und ja, ich habe das natürlich auch hier nicht abgesprochen und habe uns einen 65 Zoll Sony 4K 3D Curved vom Allerfeinsten gegönnt. Geil. Den musste er sich natürlich besorgen, den hat er natürlich nicht am Lager gehabt. Und ja, heute Morgen kam dann ein Anruf, wenn du aus Hamburg zurückkommst, komm eben bei mir vorbei, dein Fernseher ist da. Naja, habe ich gedacht, mach doch mal eben. Als ich bei dem reingekommen bin und der ist dann ja auch noch, also ich hätte gesagt, bring her. Der hat eine Bildschirmdiagonale von 1,65 Meter, ist also im geraden Maß immer noch 1,50 breit und 95 Zentimeter hoch in diesem Karton, aber fast doppelt so groß. Also wie der Karton da stand, habe ich gedacht, Alter, da kann doch nicht mein Fernseher drin sein. Da muss ich ja den Schrank auch noch wegschmeißen, da flippt deine Frau ja völlig aus, damit der da überhaupt reinpasst. Passat, Bänke umgelegt, ganz nach vorne. Ich habe also den Rückweg gefahren wie so ein älterer Herr mit den Knien unterm Lenkrad und dem Kinn auf dem Lenkrad. Das muss so ganz witzig bei meiner Größe. Aber der Karton passte tatsächlich flach hinten komplett in den Passat. Also der ist echt größer, als man denkt. Also da war ich sehr angenehm überrascht. Ja, dann habe ich das Ding mit meinem Sohnemann hier reingepuckelt. Und jetzt steht er hier. Natürlich auch erstmal unausgepackt, weil da muss ich in Ruhe beigehen. Der hat noch so ein paar diverse Gimmicks. Und da komme ich eigentlich schon zu der nächsten Geschichte. Der hat Android drin. Ich habe in meinem Leben noch kein Android-Gerät gehabt. Jetzt brauche ich natürlich, ist ja klar, jetzt muss ich mir ein Tablet kaufen. Hilft ja alles nichts. Du willst ja, wenn du so ein Top-Teil hast, ja auch irgendwie die ganzen Gimmicks, die es dafür gibt, dann eben halt bedienen. Und da würde jetzt so mal meine Frage an unsere Hörer kommen. Ein richtig doofer, der eigentlich nur mit Apple-Handys und Apple-iPads zurechtkommt, aber auf gar keinen Fall Apple-Rechner haben möchte, muss ich jetzt halt gerne ein Tablet kaufen, damit er diese Programme für seinen Fernseher nutzen kann. Welches würdet ihr mir empfehlen?
Voraussetzung ist wohl, dass es mindestens Android 5.0 kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das aktuell ist oder uralt ist. Ich habe mich da überhaupt noch nicht mit beschäftigt. Aber wenn man das hat, der bietet schon einiges. Also das klingt ganz interessant. Klar, alles mit Internetverbindung. Aber du bist ein Fuchs, Netflix und dass du hier fragst. Du bist echt ein Fuchs? Ja, A, haben wir jetzt ein Technikthema und B, haben wir doch die Leute, die irgendwie da draußen Ahnung haben, oder? Ich sag gleich auch noch was dazu, ja? Wirklich, ja, okay. Grandios, aber zu dem Pad jetzt nicht, also zu diesem. Nee, ich weiß, worauf du hinaus willst, weil da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, weil ich habe das natürlich verfolgt, was du in der letzten Zeit da mit deiner, du willst auf deine Setup-Box wahrscheinlich hinaus, ja. Und da ist jetzt nämlich der nächste Punkt. Ich wollte die gerade bestellen, wo du gesagt hast, ich habe das jetzt hier live des Tages gemacht. Und da habe ich dann gesagt so, nee, jetzt wartet es erstmal ab, wie der Jörg sie findet. Ich wollte die nicht auch. Das erzähle ich dir gleich noch, ja. Und jetzt ist es so, dass ich am Donnerstag in Neumünster wieder jemanden habe, der hat jetzt habe ich den Namen doch vergessen, irgendwas mit Blue, King Blue Boxen oder irgendwie sowas. Ja, gibt es auch noch irgendwie. Ja, die sind also auch auf dieser Linux-Basis und da muss ich dann sagen, das ist der Grund, weswegen ich gleich gespannt zuhören werde, was du sagst. Ich habe eben halt so ein bisschen Muffe vor diesem Linux, was da drauf ist, ob ich das überhaupt hinkriege. Ich habe noch nie Kontakt zu Linux gehabt und sowas. Das war so der Grund. Ich habe die Rezensionen natürlich auch gelesen. Die haben ja Top-Bewertungen gekriegt. Und wie du auch selber sagst, da für den Kurs ist das eine super Box. Aber ich traue mich halt noch nicht. Ne? Aber das ist eben halt was, das wird jetzt noch die nächste Anschaffung, dass ich da dann eben halt dann wirklich komplett bin. Ja, das war so am Anfang meiner Woche. Am Freitag und Samstag wollte meine Frau mal wieder so ein bisschen durch die Läden ziehen, weil wir ja jetzt durchs neue Wohnzimmer, wie die Frauen so sind, hier noch ein kleines Accessoire und das könnten wir ja noch gebrauchen und eine neue Lampe könnten wir ja mal gucken. Freitag bin ich sage und schreibe 6 Stunden hinterher gedackelt. Ey, das mache ich nie wieder. Lieber gebe ich dir eine Kreditkarte mit und sag, komm nach Hause, wann du willst, aber lass mich in Ruhe. Ich war platter, als wenn ich im Garten oder im Steinbruch gearbeitet hätte, sage ich euch. Naja, einen wunderschönen Teetisch haben wir uns gekauft. So einen kleinen, so im arabischen Stil, kennt man wahrscheinlich so aus diesem hellen Metall, so ein bisschen schön verschnörkelt und sieht echt geil aus. Schweineteuer, aber echt geil. Ich weiß nur nicht, was ich mit dem Teetisch soll, weil ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Jetzt hat meine Frau schon gesagt, ja, dann kaufen wir uns halt eine Wasserpfeife und stellen die da drauf. Naja, jedenfalls, die Woche war sehr teuer, aber eben halt hat auch echt Spaß gemacht. So, wenn man jetzt so ein neues Wohnzimmer, wenn man da reinkommt und alles riecht noch ein bisschen neu und toll und das jetzt alles fertig und jetzt sind wir wieder erstmal glücklich und jetzt kann Weihnachten kommen. Alles gut, alles schick. Sonntag habe ich genutzt, um dann, die Möbel mussten ja in der Zwischenzeit immer irgendwo bleiben. Das heißt, so Büro und Hauswirtschaftsraum, das wurde natürlich voll gemüllt in der Zeit des Renovierens. Und jetzt habe ich halt mal mein Büro wieder am Sonntag auf Vordermann gebracht und habe Pakete gepackt. Und jetzt meine Frage, Jörg, hast du deins schon bekommen? Nee. Gut, dann wird das wahrscheinlich morgen kommen. Du warst da nämlich auch bei, weil ich habe jetzt endlich für das Zoom die letzten fehlenden Teile gefunden und die habe ich dir dann rausgeschickt. Super. Ja. Gut, und danach war ich dann am Montag zur Inspektion, beziehungsweise um einen Termin für den Firmenwagen Inspektion zu machen. Und da habe ich festgestellt, ich bin echt viel gefahren. Am 8.11. letzten Jahres habe ich den gekriegt mit knapp 12.000 Kilometer als Vorführwagen. Und jetzt habe ich die 100.000er durchbrochen. Das heißt, echt? Ich habe knapp 90.000 in 11,5 Monaten gefahren. Boah. Das ist nicht schlecht. Habe ich gar das nicht so gemerkt Wahnsinn. Irgendwie. Ja, das heißt 10.000 im Monat, das heißt 2.500 die Woche. Und dann kommt es auch hin, weil ich mal so für mich ausgerechnet habe, dass ich so einen Tagesschnitt in der Woche von 500 Kilometern habe. Das ist ganz schön heftig. Daran komme ich nicht. Nee, weil du sagst ja so, auf maximal so 400 kommst du immer. Ne? Ja, aber auch nicht jeden Tag. Ja, gut, bei mir ist es eben halt so, montags und freitags ist wenig, aber dienstags, mittwochs, donnerstags ist es eben halt viel. Ne? Und so läppert sich das dann. Ja. Aber man unterschätzt das doch. Ich habe das also selber nicht geglaubt. Ich habe wirklich nachgeguckt, hast du den wirklich mit 12.000? Ja, es waren dann 12.480 oder irgendwie sowas, um ganz genau zu sein. Also das war schon eine Hausnummer.
ich wollte es gerade, ich dachte schon, wie ich das hier gelesen habe in unserem Dokument, dachte ich, Mensch, der hat doch das Auto noch gar nicht so lange. Ja, genau. Genau das habe ich auch gesagt. Und alle 200.000 kriege ich einen neuen, also kann ich mir ja vorstellen, dass ich vielleicht nächstes Jahr zu Weihnachten schon wieder einen neuen habe. Wenn das so weitergeht. Ja, heftig, ne? Ja. Alle, wie viel kriegst du einen neuen? Alle fast genauso, immer so zwischen 180 und 200.000, je nachdem, ob schon eine Macke an dem Auto ist oder so, ne? Und danach richtig, aber meistens ist es immer so um die 200.000 wert. Okay. Ja, so ist es bei uns auch ungefähr. Ja. Mal mehr, mal weniger. Dann habe ich noch überlegt, wenn du jetzt so einen 3D-Fernseher hast, musst du dir natürlich auch gleich eine DVD kaufen. Wollen wir das nachher bei Filmen machen oder soll ich das hier mit einfließen lassen? Filme haben wir, glaube ich, gar nichts diese Woche, ne? Erzähle ich einfach nur ganz kurz. Beowulf, kennt den einer von euch? Gehört habe ich schon mal den. Ja, das war einer auf dem Grabbeltisch, so mein erster 3D-Film, bin ich gespannt, am Wochenende, so wenn die Dolby Surround-Anlage angeschlossen ist, wenn dieser riesen Bildschirm da steht und jetzt brauche ich eigentlich nur noch zwei Brillen und da muss ich dann bis zum Wochenende nochmal gucken, was man sich da so kauft, ob ich mir die von Sony hole, die da eigentlich zugehört, weil leider waren die da nicht bei. Ich hatte natürlich gehofft, dass da irgendwie so die, es gibt die als Batterieversion und eben halt so als Aufladeversion, dass da zumindest die billigen beiliegen, aber leider ist da gar nichts bei. Also da muss ich auch nochmal gucken. Wenn man sowas schon mal hat, ich glaube zwar nicht, dass ich das oft nutzen werde, aber wenn man das schon mal hat, will man das ja auch irgendwie ausprobieren. Ne? Ja. Ja, und das war's dann auch in der Kürze bei mir. Den Podcast, den machen wir dann zum Schluss. Da habe ich nämlich etwas, das möchte ich heute unbedingt erwähnen. Ja, schön. Dann würde ich sagen, den imaginären, unsichtbaren Ball, der geht zurück zum Bob. Aber hygienisch rein dafür. Ganz genau. Kann ja nichts dran sein. Sozusagen rübergehaucht. Ja, ich werde gleich am Anfang also auf diese Set-Top-Box gehen, weil wir da jetzt gerade eben schon halb drinne waren in dem Thema. Also ich habe mir die VU Plus die Zero, diese Set-Top-Box gekauft. Also das ist so eine quasi eine Set-Top-Box, ja. Also ganz normal, wie so ein Apple TV quasi. Nur, dass das ein Receiver mit drin ist. Also da ist ein Satellitenreceiver drin. Mhm. Und somit kannst du mit diesem Ding also alles machen, weil es offen und frei zu programmieren ist durch dieses Linux Enigma 2, das Betriebssystem. Also da gibt es zig Apps, die von Leuten geschrieben werden, die einfach Interesse haben an diesem Hobby. Ich sag mal, alles Open Source kannst du überall drinne schreiben und verbessern und machen. Das Ganze ist natürlich dann... Ja, aber doch nur, wenn man das kann. Ja, ich fand's jetzt nicht so kompliziert. Ja, aber du bist Linux vorbelastet. Du hast wenigstens bisschen aber ganz Ahnung. Ganz leicht. Ganz leicht nur. Also man schafft es einfach irgendwie... schafft man das schon über diese YouTube-Kanäle beispielsweise eine FTP-Verbindung zu der Box zu kriegen. Und dann kannst du diese Dateien, das sind so, ich glaube, TPK-Dateien oder FPK, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie die Endung ist, die schmeißt du einfach in das TEMP-Verzeichnis, also TMP. Und dann kannst du das über SSH, das ist dann nochmal so ein Terminal, da kannst du also die Box fernbedienen, als wenn du direkt auf der Box im Terminal bist. Terminal, das ist so die Eingabemaske quasi beim Linux. Und da kannst bediene ich dann über die Fernbedienung des Fernsehers oder wie komme ich da? Nein, ganz normal über deinen Rechner. Ach, die schließe ich dann erst am Rechner an, bis ich sie installiere? Nein, brauchst du nicht. Die ist einfach im Netz. Deine Box ist im Netz und steckt am Fernseher dran. Ja. Und okay, so, und dann habe ich das über WLAN oder über LAN-Kabel verbunden. Ah, okay. Die Box hat halt irgendeine IP vergeben von deinem Router. Ja. Und du wählst quasi über den FTP-Server diese IP an oder deine Box. Ja. Dann ist das Ganze nochmal mit einem Passwort gesichert. Findest du alles im Internet, wirklich. Also YouTube ist da dein Freund oder Google. Ja, okay. Und dann kannst du das würdest du mir zutrauen, auch wenn ich völlig unbeleckt bin. Ja. Okay. Musst dir aber ein bisschen Zeit nehmen. Ja, ja, gut. Und wenn es gar nicht geht, dann klar, sind immer Leute, die dir da helfen. Also ich würde das auch, also das ist für
mich ein Klacks jetzt mittlerweile. Ich habe das beim ersten Mal, habe ich noch ein bisschen suchen müssen, aber letzten Endes war es dann so, dass man kann das also auch über so ein Menü machen. Da gibt's noch ein Menü, wo du dann deine Pakete installieren kannst mit der Fernbedienung. Aber erstmal ist da nicht alles drinne. Und außerdem finde ich, ist das andere einfacher. Aber eine ganz doofe Frage, wenn ich mir das Ding jetzt kaufe, ist der erstmal gar nicht nutzbar? Doch. Oder kann ich den zumindest anschließen, dass ich wenigstens die normalen Fernsehprogramme, also, so wie man das von normalen Receivern kennt, einfach durchlaufen lassen, Suchroutine, zack, Kanäle sind da, fertig. Brauchst du nicht. Du brauchst keine Suchroutine. Okay. Du schließt die Box an, du musst dir halt sagen, was du für einen Satelliten hast, ne? Mhm. Was du guckst. Mhm. Das musst du machen, das ist ein Einfügen, das ist so ein Grundmenü erstmal, um die Grundeinstellungen vorzunehmen. Die fangen ganz einfach mit der Sprache an und dann führt er dich da durch. Da musst du die Satelliten eingeben, die du hast. Vielleicht hast du eine Satellitenschüssel oder ein LNB mit zwei Empfängern für auch noch oder ja, so. Ja. Das kannst du dann machen. Dann kannst du noch sagen, ob du irgendwie einen Ton haben musst oder irgendwie ein Signal, dass der umschaltet oder so. Diese Sachen halt, was du beim normalen Receiver auch machen musst, alles. Ja, ja, klar. Und dann brauchst du nicht suchen, sondern du kannst einfach eine Standardprogrammliste nehmen. Und ich habe gleich die erstbeste genommen und die ist super nach meinen Bedürfnissen sortiert schon. Ja, okay, da bin ich relativ eigen, weil ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren, ich sag mal, 1 muss ARD sein, 2 muss ZDF sein, 3 muss NDR sein, 4 ist SAT, 5 ist RTL, 6 ist Super RTL, 7 ist Pro7, 8 ist Vox und das kann ich dir bis 25 hoch machen, weil ich das schon immer so habe. Das Menü wird er für mich nicht fertig haben. Ja gut, aber das kannst du ja ändern. Das kann ich dann auch sortieren. Ja, ja klar. Ja, ja. Ne? Also somit läuft die schon. Ja, für mich ist es eigentlich wichtig, dass wenn ich mir das Ding kaufe, dass ich dann trotzdem erstmal Fernsehen gucken kann und dann in Ruhe mich mal in dieses Linux einarbeiten kann, weißt du? Ja, genau. Haben denn diese teure Fernseher nicht eine eigene SAT? Ja, ja, klar, da sind sogar, ja, da sind sogar alle drei drin, je nachdem, was du brauchst. Ne? Also diese, und dann, also meiner jetzt hier, der hat sogar irgendwie Twin-Receiver jeweils da drin. Das heißt, dass ich auch ein Bild dann gucken kann, während ich über das andere aufnehme. Und der hat da sämtlichen Scheiß drin, was man sich vorstellen kann. Ich glaube, nicht mal 20% von dem werde ich irgendwann jemals nutzen, aber es hat sich halt so ergeben. Ich wollte unbedingt 65 Zoll. Ich hätte gerne den 85 Zoll gehabt, aber den konnte ich mir nicht leisten, bei aller Liebe nicht. Aber der wäre geil. Ja, der Nachtzug fragt gerade, was mein Raspberry Pi macht, aber der ist jetzt natürlich erstmal in Rente im Moment. Ne? Den habe ich immer mal noch genutzt, um auf die Nest zuzugreifen, weil ich die Apple TVs halt nicht, gejailbreakt habe. Und ja, das brauche ich jetzt nicht mehr. Weil das macht die Set-Top-Box auch. Also ich konnte ein bisschen Konfigurierei natürlich im Netzwerk. Das war für mich das Kompliziertere von allem eigentlich. Das Netzwerk so zu konfigurieren, dass ich halt auf meine Nest zugreifen kann. Und da habe ich in meinem Podcast schon erzählt, unter anderem jetzt Voyager, diese ganzen Episoden liegen und so ein paar andere Sachen noch. Und da wollte ich schon ganz gerne auch mit zugreifen. Und das habe ich auch hingekriegt. Also das war auch nicht so das Problem. Da gibt es so eine, ich glaube, das heißt sogar Media Player. Das Lass mich doch mal neugierig fragen. Was hast du dir denn zum Beispiel zusätzlich drauf gespielt, was du gerne nutzen möchtest dann damit? Zum Beispiel irgendwie so, keine Ahnung, Netflix oder was macht man sich da drauf? Wozu brauchst du Netflix das? Netflix habe ich jetzt noch nicht. Das kann ich mit dem Apple TV gucken. Ah, okay. Das geht auch relativ problemlos und das ist eigentlich auch gut. Ja, aber was hast du da zum Beispiel zusätzlich drauf gespielt, was für dich irgendwie Spaß oder Vorteile bringt? Ja, einmal das, diesen mit dem Media Player, ne? Dass ich halt auf die Dateien zugreifen kann. Auf die NAS zugreifen kann. Genau. Ja, ja das richtig Coole daran ist im Grunde genommen, dass ich auch auf der NAS aufnehmen kann mit der Box. Ah, okay. Also ich kann über dieses EPG einfach eine Sendung programmieren und der legt mir den Film dann auf diese NAS-Festplatte. Ja, verstehe. Und dann kann ich es von da aus wieder zugreifen und gucken. Und nicht nur da, sondern auch überall anders halt. Überall anders, weil er ja auf deinem Server quasi liegt, ja. Genau, also das ist schon mal auch genial, ne? Oder dann, ich komme nicht drauf.
Mediaportal oder wie heißt das? Da gibt es auch so ein Programm, das heißt, glaube ich, Mediaportal. Da hast du alles Mögliche von RTL, Sat1, Pro7, diese ganzen On-Demand-Geschichten. Diese zusätzlichen Angebote. Ja, genau. Ne, unter anderem auch ist da MTV bei gewesen. Da habe ich die Tage mal für die Kleine einfach mal die Top 100 angemacht, die deutsche Top 100. Dann spielt er die Top 100 Videos runter. Ach, also, cool. Das ist unbegrenzt. Dann habe ich jetzt noch mal für die, weil es ist schon kompliziert zu bedienen jetzt für jemanden, der es nicht weiß, wo finde ich jetzt dieses Media-Portal zum Beispiel? Ja. Da muss ich erstmal ins Menü gehen, dann in Erweiterungen und dann auf Media-Portal und dann geht es auf. Klar, wenn ich das immer mache, ist das kein Problem, aber bei meiner Frau ist es schon so, ist schon schön, wenn sie einfach den gelben Knopf drückt oben, die gelbe Taste und da ist das Media-Portal beispielsweise. Ja. Und da gibt es dann nochmal eine Software, das ist auch nochmal so eine App, damit kannst du deine Fernbedienung haarklein und genau konfigurieren. Das heißt, du kannst jedes Programm mit jeder beliebigen Taste irgendwie konfigurieren und auf- und zumachen oder so. Das habe ich noch installiert. Ah, du, ich weiß es nicht mehr, sonst, ich glaube, okay, das war es jetzt erstmal. Ja, und das sind scheinbar alles die Dinge, die mein Fernseher mir sagt, hol dir ein Android-Gerät und dann kann man das alles darüber machen. Dann ist das ja eigentlich doppelt gemoppelt. Nee, dann brauchst du es nicht, wenn es das kann. Mit der Aufnahmefunktion und auf die Nest zugreifen, wenn du sowas überhaupt hast. Ja, ich habe das halt auch über die Fritzbox habe ich halt mein Ding dann, meine Festplatte da dran hängen und da kann ich eben halt auch von unterwegs von überall drauf zugreifen. Ja, das hatte ich früher auch mal und da hatte ich die, das war mir sehr langsam. Ja, das ist allerdings richtig, ja. Deswegen hatte ich mir dann hier diese Nest von. Ja, das letzte Gerät ist noch nicht gekauft, glaube ich. Aber das muss ich hier nur flüstern, falls mir jemand zuhört. Ja, wir sind schon bescheuert. So. Wenn du Spaß an Technik hast, kann das auch schnell echt ins Geld gehen. Ne? Das sind Hobbys. Hobbys kosten Geld. Ja, wobei leider diese Box wirklich mit 120 Euro nicht zu Buche schlägt. Nee, also die anderen, die liegen, also die ich mir da angeguckt habe, diese Giga Blue, die einfachste kostet irgendwie 250 und die teuerste auch 500 und dann bin ich auch schon bei der Dreambox, der liegt auch bei, ich glaube, 498 mittlerweile und das macht die Auswahl nicht leichter, ne? Und nicht unbedingt alles, was teuer ist, ist auch gleichzeitig gut, ne? Ich verstehe das auch nicht. Also von den Rezensionen her und so sind diese VU Plus sind ja super abgeschnitten. Ja, und ich muss sagen, also das Umschalten zum Beispiel, so Umschaltzeiten, ne, das geht instant. Du drückst und klack ist der neue Sender da. Also da brauchst du meiner Meinung nach nicht schneller sein. Okay. Ja, super. Und, also dann ist das ja auch von dir aus eine Empfehlung eigentlich, das Ding. Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich letztes Mal hier im Chat. Ne? Also im ja, Chat, das hatte da ich ja jemand, mitgekriegt. Ich nicht, und so weiter wissen wir ja nicht mehr, wer es war. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber der Raiden, der weiß das vielleicht noch. Und der hat doch bestimmt den Chat sogar auch gespeichert, weil er das auch wieder alles nachlesen kann. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Das ist. Das würde mich interessieren. Also da würde ich mich gerne nochmal persönlich bedanken irgendwie, weil das war echt ein geiler Tipp, richtig gut. Und ich weiß gar nicht, ob schon was zu deinem Android gekommen ist jetzt. Nee, ich glaube nicht. Ich flüchtig habe ich immer rüber geguckt, war noch nichts. Ne. Ja, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, was er Micha für ein Android. Ja, sonst an Tablet. Letztendlich irgendwo, da gehe ich wahrscheinlich im Mediamarkt und guck mal, was sie vorschreiben, ist halt dieses Mindestanforderung an das Android, keine Ahnung, 5.0 war das, glaube ich. Mhm. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das neu oder alt ist und wenn ich dahin gehe, so viel Fachwissen sollten die doch sogar in so einem Fachmarkt haben, oder? Ja. Ja, wenn die sagen, da sollte, ne? Ja, sollte. Und da kriegst du auch ein Gerät für den Hundi irgendwie, der das garantiert kann. Ich würde mich vielleicht vorher im Internet mal schlau machen. Ja, werde ich auch tun. Also da, wie gesagt, jetzt so erstmal. Ja, das eilt nicht, das kommt nicht drauf an und mal gucken, was es da gibt. Naja, gut, was habe ich denn noch hier? Ach so, ja, wir haben ja unsere erste Bandprobe wieder gehabt, seitdem ich diese großen Boxen oben aufgebaut habe und das ist echt genial. Also jetzt hören wir uns super. Also ich weiß nicht, hatte ich das schon erzählt? Na, du hattest das halt gesagt, dass die alten Boxen nach oben gewandert sind. Ja. Aber so deutlich. Man hört euch jetzt gut oder ihr hört euch jetzt gut? Wir hören uns gut. Also das mit dem Gesang, das war immer so ein Problem.
Und sagen der Sänger, da die Nachbarn nichts, wenn du das letzte Mal erwähnt hast, dass du so manchmal Stress mit den Nachbarn hast und so, sagen die bei den Proben nichts? Ach nein, gar nee? Nichts. Wie lange gehen die denn so im Schnitt? Das ist sonntags von 3 bis 7. Also 3 bis 19 Uhr, 15 bis 19 Uhr. Da würde ich dich als Nachbarn lynchen, sonntags, nachmittags, 4 Stunden, nein. Ich würde dich umlegen. Du, erstmal haben wir es nach 3 gemacht, ja. Also nicht in der Mittagsruhe, und ich bin vorher rumgegangen und habe gesagt, wenn es Ärger macht oder wenn es irgendwie zu laut ist, ach was, sagt sie, nein, ja, dann ist wenigstens okay. Mal ja, was los hier. Okay. Und das jeden und Sonntag? Jeden zweiten spätestens. Jeden zweiten, ja. Ja, okay. Nein, eigentlich jeden. Ne? Also es ist mal, dass wir mal einmal pausieren oder was weiß ich. Boah, finde ich schon heftig. Und ihr spielt ja nicht gerade seichten Schlager. Nee. Aber nee. Das ist schon auch so, dass wir die Türen und Fenster zulassen, wenn wir spielen. Ne? Ja, gut. Und die Jalousien sind auch unten. Also wir tun schon, was wir können. Nur letzten Endes, wenn sich keiner beschwert. Und ich bin ja selber rumgegangen, wie die Jungs. Oder stell doch dein Aufnahmegerät einfach mal auf den Nachbarszaun, dann weißt du, wie viel unten ankommt. Das ist nicht viel. Ich bin ja selbst rumgegangen. Ja klar, das Schlagzeug, das ist nochmal eine andere Marke dann, aber trotz alledem, das ist nicht laut. Also ich habe auch schon rumgefragt, Mensch, wir haben da gar nichts von gehört. Und stellenweise kommen die Nachbarn sogar, ne? Und hören dann zu. Aber wenn wir hinkriegen. Dazu oben, ja, klar. Ja, klar. Nee, das ist auch gut. Dann würde ich auch kommen. Wenn das, wirklich also so eine Session ist, ja, klar. Und wenn man sich dann gut dabei fühlt. Ich habe nämlich immer gutes Bier da. Ja, das haben wir. Ja, also das ist auch so, dass die Jungs dann immer was mitbringen, ne? Also ich habe halt den Raum, die Jungs, die bringen das Bier mit, einer hat den Kaffee da am Start und nö, sie ergänzen uns ganz toll irgendwie. Kaffee gibt's auch noch und deine Frau hat bestimmt lecker Kuchen gebackt. Nee. Nicht? Ja, aber toll. Trotzdem. Also wenn dann habe ich mal eingebacken, weil das mit dem Veganen. Meine Frau, die macht das wohl auch. Aber das letzte Mal, als ich Kuchen hochgebracht hatte, das war der Apfelkuchen und den hatte ich ja selbst gemacht. Das und dann kannst du sonntagsabends so runterkommen, damit du montags wieder fit für die Arbeit bist. Ja, klar. Ja, super. Schön. Warum? Das ist ich wäre völlig aufgekratzt, mindestens noch 1-2 Stunden hinterher. Ja, na, du musst schon ein Bier trinken bei der Bandprobe. Dann bist du nicht aufgekratzt. Deshalb bin ich kein Musiker. Ich mag kein Bier. Echt? Nee, das kannst du vergessen. Ja, aus der Sicht passe ich überhaupt nicht in eure Runde. Nee, das stimmt. Ja, du passt auch aus der Sicht nicht in den Norden, da wird auch Bier getrunken, oder nicht? Ja, es wird weltweit Bier getrunken, oder? Ja, klar. Ja. Nee, bei dir ist ja auch Becks in der Gegend, ne? Ja, aber das ist ja kein Bier. Der Klaus kann ja mal schreiben, ob er auch bei der Bandprobe Bier trinkt oder ob er noch Auto fahren muss. Würde mich mal interessieren. Ja, nee, soll er besser nicht schreiben, wenn er noch Auto fahren muss. Ja, genau. Wer weiß, wer zuhört. Na, ich trinke ja auch Bier und habe hier Krombacher alkoholfrei. Warum nicht? Kann man doch machen. Ja, also das mache ich. Das ist das Einzige, wenn ich so im Sommer so richtig warm, dann kann schon mal sein, dass ich so ein kaltes Radler oder so. Das mag ich dann auch mal. Aber echt eher als Durstlöscher. Nicht, weil mir Bier wirklich schmeckt. Also das ist nicht mein Ding, ne? Ich trinke es, weil es mir schmeckt. Es ist halt so, ich habe, gestern habe ich hier, 2,5, die eine habe ich nicht ganz ausgetrunken, Krombacher getrunken, das war normal zum Stream. Und heute habe ich einfach keinen Bock auf Alkohol. Und ich hatte aber auch keine Lust, jetzt hier Wasser zu trinken, wenn ich mit euch hier spreche. Und dann also ich trinke Wasser. Ach, nee, da machen nur und die hat Fischer vorher schon 2 Tee. Trinke ich einen ganzen Tag. Ich habe schon 2 Tee im Tee. Das erklärt einiges. Er trinkt Augustiner. Oh, der Klaus ist mir sowas von sympathisch. Ja, ne? Der trinkt Augustiner. Probe oder Gig, egal. Hauptsache Bier. Siehst du. Augustiner ist so ein geiles Bier. Ja, aber der wohnt ja auch in der Ecke, ne? Das ist fast eine Heimatbrauerei. Ja. Der wird auch einmal heimgebracht, siehst du. Ah ja, ich bin daheim. Ich kann also auch, ne? Kein Problem. Ja, aber ich habe nicht immer das schlechte Gewissen. Entschuldige. Ja, aber das ist doch der Podcast mittlerweile von uns gewöhnt. Ja, das stimmt. Ja, was habe ich denn noch? Ach so, ja, letzte Woche haben wir ja die eine Baustelle noch gehabt da. Da hatten wir noch so ein Badezimmer, das musste noch fertig, weil diese Woche der Fliesenleger kommt. Mit dem treffe ich mich morgen früh. Mhm. Und wir machen das also immer so, dass wir alles aufstellen, die ganzen Leitungen in der Wand sind. Die Schlitze grob zugeputzt, also jetzt nicht glatt, das macht der Fliesenleger selber, weil das kann er auch einfach besser. Und den Trockenbau machen wir. Also wenn jetzt irgendwo ein Spülkasten ist, dass wir den mit verkleiden und so.
So, und das musste alles fertig, weil die Jungs diese Woche nicht da sind. Also der Dennis, der ist halt zur Berufsschule und unser Yilmaz, der ist halt Urlaub diese Woche. Und naja, die müssen halt eben, ja, es musste laufen, dass das fertig ist. Denn alleine kannst du zum Beispiel diese Wanne nicht aufstellen. Die ist 1,90 mal 90, ist so ein Riesending. Das musste alles fertig. Und dann haben wir Samstag noch ein bisschen was getan. Aber hat alles geklappt. Ist alles fertig und bin froh, dass ich diese Woche keine Aufträge angenommen habe. Also ich habe jetzt für mich so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch erledigen wollte. Zum Beispiel hatten wir einen Wasserschaden, da habe ich heute Morgen ein bisschen was verputzt. Und morgen mache ich da die Fliesen dran. Morgen früh erstmal mit dem Dings noch ein bisschen sprechen, mit dem Fliesenleger. Da muss ich noch mal kurz nach Rinteln, da habe ich noch was auszutauschen und das war es für morgen auch schon wieder. Heute war es auch irgendwie so, hatte keine Termine und jetzt hat auch keiner angerufen irgendwie, sonst ist es die Hölle, ne? Und dann wollte ich zu dem einen Kunden da wegen der Heizung, da tröppelte so ein kleines Ventil und habe gesagt, ja, das können wir ja machen und da sagte die Mieterin, nö, hat aufgehört zu tropfen, das brauchen sie erstmal nicht. Ach ja, aber wenn dann einer dran dreht, ja gut, sage ich. Aber wenn wir dann die nächste Wartung machen, das ist dann irgendwann in den nächsten Wochen, dann machen wir das mit. Jo, ist in Ordnung. Fiel also auch weg. So fehlt eins nach dem anderen weg im Moment. Und ich habe auch irgendwie so, weiß ich nicht, in den Tag rein, ich bin so ja, antriebslos, will ich bald sagen. Also irgendwie, ich komme gar nicht so richtig hoch, so diese Woche. Das ist so schönes Wetter, da habe ich dann keinen Bock, mich hier hinzusetzen und irgendwie Büro zu machen. Ich habe hier bestimmt noch 10, 15 Rechnungen zu schreiben. Ich müsste das unbedingt machen, aber ich habe einfach keine Lust. Heute Mittag bin ich nach Hause gekommen von dieser Putzerei und dem anderen Kram. Das war so schön. Da bin ich erstmal im Wald und habe einen schönen Spaziergang gemacht. Da war ich da anderthalb Stunden unterwegs. Hab's Körbchen mitgenommen, wollte mal gucken, ob ich ein paar Pilze finde. Habe ich nichts gefunden. Das war auch schon mehr. Fast zu spät wieder. Naja, war nichts mehr. Ja. Also die Maronen, die ich gefunden habe, die waren einfach sowas von angefressen und abgefressen. Nee, war nichts mehr. Ja, und so lebe ich im Moment in meinen Tag. Ja, morgen habe ich wieder gut zu tun. Und Donnerstag habe ich wieder einen ruhigen. Ne? Also ist jetzt mal so das die andere Seite. Sonst hatte ich habe immer Stress. Und jetzt so diese Ruhe. Und dann hatte ich jetzt ja kürzlich diesen Urlaub. Und dann die letzte Woche war wieder so stressig, dadurch, dass das Badezimmer fertig musste. Und dann hatte ich jetzt einfach so, antriebslos kann man auch nicht sagen. Einfach so, ich habe keinen Bock im Moment. Das ja, kann ich gut verstehen. Aber pass auf, dass nicht in so ein Loch fällt. Das ist schwierig, da die erste Zeit dann wieder rauszukommen, wenn ja, du auch mal wieder Gas geben musst. Ganz schlimm. Ja, ganz ja, schlimm. Aber ich habe immer so, ich sehe auch immer zu, dass ich wenigstens so ein, zwei Stellen habe. So morgen dieses, das sind so 11 Fliesen, die ich da an die Wand mache. Eigentlich sind es Kacheln. Weißt du, diese 15 mal 15, so aus den 60er Jahren, ja, die muss ich ja noch ausbessern. Okay. Die will ich morgen noch dran machen. Und dann muss ich halt mit dem Fliesenleger sprechen. Dann habe ich noch zwei Wasserbehandlungen zu tauschen. Und ja, das ist schon, also, ja, das ist schon immer so ein bisschen was. Also so ganz ohne geht auch nicht. Weiß ich, da treibt mich mein Gewissen dann auch irgendwie. Muss immer ein bisschen was getan haben. Das kennt man eigentlich nur von Arbeitnehmern. Chefs sind doch eigentlich genau anders. Ja, komisch, ne? Aber ja, es ist ja einfach mal so. Diese Woche, das ist auch mal ganz schön, wenn sie nicht da sind. Solange wie deine Kunden nicht nörgeln und drängeln und irgendwie. Na, böse dann bin ich werden, da. Ich habe ja Zeit. Ja, genau. Wenn jetzt jemand anrufen würde, bin ich ja da. Das ist ja nicht, ne? Ja, dann komm, ich brauche ein neues Bad. Ist einfach ruhig. Nee. Ach ja, Mensch. Nee, so ist das auch mal ganz schön. Ist im Moment, ich habe hier antriebslos durch den Tag so ein bisschen auf diese Dings hier angespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Atemlos. Ja, genau. Ja, genau. Antriebslos durch den Tag. Aber ja, das ist nicht so. Ich bin einfach im Moment ein fauler Sack. Ganz ehrlich, so sieht's aus. Und sag das auch ganz ehrlich. Ja, Gesangseinlagen hatten wir schon. Ach so, dann habe ich mal versucht jetzt die Tage, ich wollte den Server noch mal gucken, ob der überhaupt noch da ist, weil ich hatte ja dieses Icecast installiert und wollte da noch mal so ein bisschen rumprobieren. Ich mach das Ding an und der läuft. Der steht da wieder eins, das ist nicht abgestürzt, gar nichts. Und ich habe eine Woche nicht drauf geguckt. Noch länger. Das ist jetzt seit Sonntag,
Samstagabend, vorletzte Woche. Und der steht da. 100% die Masten auf und der Bildschirm ist noch da, wie er vorher war, über dieses Menü, wie heißt denn das Programm, wo ich da drauf gehe? Warte mal. Microsoft Remote Desktop, genau. Ja, ja, das kenne ich auch, ja. Ja, und steht wie eine Eins. Der ist nicht abgestürzt, gar nicht sicher. Der läuft und läuft und läuft und läuft und super. Nicht gut. Hast du auch probiert mal den, oder war das das, was ihr gestern hier in der PodWG getestet hattet, wo ihr sagt, ihr habt da gestreamt und so? Hast du nee, das, nee, das war Clash of Clans haben wir Achso, gestreamt. Ich dachte, dass Clash du den Icecast quasi auch mal ausprobiert hast. Ja, das habe ich gemacht. Ich hatte mit einem anderen Podcaster gesprochen, der wollte das eventuell haben oder wollte das mal für sich mit nutzen und naja, der hat jetzt was anderes da auf dem Schirm. Und deswegen habe ich es halt einfach nochmal probiert, dass ich, ob es noch funktioniert. Und wie gesagt, ich gehe mit diesem, hört sich blöd an, aber ich glaube, das heißt wirklich BUT, das Programm. Ja, BUTT. Ja. das nutze ich ja hier auch für die anderen Podcasts. Ja, ja. Gehe drauf und connectet sich und streamt. Ja. Fertig. Ja, den brauchst du ja nur einmal einzustellen quasi. Das sind ja nur, ich glaube, 3 Zeilen oder 4 Zeilen, die man da eintragen muss. Und dann drückst du auf die Play-Taste und auf die Stopp-Taste, je nachdem, was du machst. Und das Ding läuft einwandfrei. Letztendlich ist das ja hier, was sonst die Chantal ist und heute mal ausnahmsweise die Landpomeranze ist, das ist ja letztendlich überall das gleiche System. Nur eben halt mit verschiedenen, ja, Feeds heißt das da ja nicht. Was sind das? Links, ne, die da hinterlegt sind, Kai? Nee, oder wie nennt sich das? Zugangsdaten. Ja, die Zugangsdaten quasi. Ja. Da werden wir vielleicht sogar alle dieselben haben, aber letzten Endes ist es der gleiche Server, ne? So. Ja. Und du kannst ja, glaube ich, mittlerweile auch parallel oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, da sagte, das war das, ich habe ja quasi auch eine Schwester, genau wie Landpomeranz eine Schwester von Chantal ist, ist meine Elvira ja auch eine Schwester von Chantal. Ja, und Sven meinte. War ein großer Schlag. Genau, das war eine fleißige Familie. Ja. Haben eine hübschere Mädels als Jana so rausgebracht. Ja, ist halt ein anderer Sven meinte, Source als ein meinte andere, zu dem Zeitpunkt halt, wir müssen uns da schon ein bisschen absprechen, dass wir unsere Termine halt so legen, dass nicht gerade einer von den anderen mit denen dann live zugange ist, weil dann könnte es halt Probleme geben, wenn 2 Mädels gleichzeitig drauf losquatschen. Ja gut, das gibt sowieso immer Probleme. Man könnte ja den zweiten Link einfach in die PodWG machen und dann könnte ich euch meine Daten ja auch noch geben. Dann habt ihr immer eine Ausweichmöglichkeit. Boah, im Moment, das passt eigentlich super. Im Moment passt. Wenn es zu viel ist, solange Bärfra sich nicht durchsetzt, dass jetzt Raiden Mittwochs passieren muss, ist alles in Ordnung. Oder Donnerstags. Montags mache ich meinen Geocoin-Stammtisch und alle 14 Tage Mittwochs eben halt mit Hadi zusammen das Kopfkino. Aber sonst läuft ja bei mir auch nichts. Oder Freitag schreibt er. Wer streamt denn Freitags, lieber Bärfra? Nein, Freitag ist doch niemand, oder? Das streamt doch keiner. Ach so, wir leider nicht. Er hätte gerne den Freitag, so verstehe ich das. Haben wir auch schon mal gemacht, aber das hat auch nichts gebracht. Weil die Freitags alle auf Achse gehen, da kommt dann ja keiner. Genau. Am längsten haben wir Samstags nachmittags um 14 Uhr samstags. Das war die Anfangszeit. Das hat immer gegangen. Echt, tatsächlich? Ja, aber das hatten wir ja letztens auch nochmal gemacht und da hat es nicht gegangen. Deswegen sind wir ja auf Dienstag. Für mich zum Beispiel gar nicht vorstellen. Samstags nachmittags könnte ich nicht hier vorm PC sitzen. Ja, das ist es ja bei mir auch. Bei mir geht's halt im Winter, aber im Sommer bin ich halt am Teich und dann ist es immer blöd. Genau. Ne? Ja. Ach man, ihr habt doch alle diese riesen Handyflats, da muss er doch auch gehen. Es geht auch, klar. Ja, klar, aber wir sind doch Luxusweibchen, wir sind doch verwöhnt. Meine Fresse. Ja, der Bärfra schreibt gerade, Bob, WLAN am Teich. Du wirst lachen, ja, hatte ich. Ja, das WLAN-Kabel ist aber zu kurz. Bei unserem Nachbarn hatte ich ein Internet und dann habe ich da von Fritz und so einen Repeater aufgestellt. Das ging tatsächlich. Habe ich aber wieder abgebaut. Der hatte dann einen neuen Provider und das habe ich nicht wieder angeschlossen. Und ich habe ja auch diese 6 GB Datenvolumen. Ja. Das langt für 4-mal Ratinger in der Woche, im Monat. Ach, lockers. Das sind keine, ich glaube, nicht mal 100 MB, die dann weg sind. Echt? Nein, das ist nicht viel. Weiß ich nicht. Also wenn 200 sind, da ist doch scheißegal. Wie gesagt, so viel ist es nicht. Ja.
Gut, hat ja übrigens heute irgendwie, hat es doch was gegeben mit dem mit der Netzneutralität. Habt ihr da auch was gehört? Naja. Ne? Dass sie aber da ich wohl kann da, ich weiß, da soll irgendwie was, weiß ich, der zahlt, der soll halt eben schneller sein, wie ja, ja, der das nicht also, zahlt oder was. Es ist jetzt erlaubt, dass Firmen halt sagen, gut, hier, wir bezahlen den und den Obolus zusätzlich an euch, sprich zum Beispiel, nur beispielsweise Telekom, und dafür gebt ihr uns einfach mal einen kleinen Kick auf eurer Datenleitung. Ja. Ja. Und wenn das so käme, wäre es das ja mit der Netzneutralität gewesen. Also dann. Ja, vor allen Dingen brauchst du dann nachher vielleicht einen ganzen Tag für eine Podcast-Folge zu laden oder so. Naja, weißt gut, du? Weil man weiß nicht, wie weit es runterbremsen. Aber dann haben wir ja immer noch verschiedene Provider. Ich hoffe, dass die sich irgendwo doch noch ein bisschen die Stirn bieten. Ach Mann, das ist schrecklich. Also ich bin da gar nicht zufrieden mit diesem Ergebnis heute. Nee, ich auch nicht. Aber was willst du machen? Ja, wählen gehen, nutzt auch nichts. Jetzt ist es auch zu spät. Na, wen das ist jetzt da gelaufen. Wählen? Jetzt nicht mehr. Ja. Ja. Ja, ach, lass uns schnell von diesem düsteren Thema runter. Genau. Ich habe bei mir im Garten viel zu viel Rasen zu mähen. Ich hatte das ja letztes Mal schon gesagt, das ist so verklebt, das Zeugs, und ich kriege jetzt auch im Moment kriechen gar nicht trocken. Also habe ich den Korb wieder hinter weggenommen und habe einfach rausrotzen lassen hinten. Und trotzdem musste ich jede Runde, die ich gedreht habe, einmal mit dem Finger drunter und musste das wieder frei machen, dass der wieder weiter mähte, weil ich musste ja irgendwie noch einmal schneiden. So, und das ist mir einfach zu viel Arbeit. Jetzt möchte ich ganz gerne, also ich möchte wenigstens zwei Bäume pflanzen. Und ich weiß nicht, was ich jetzt nehmen soll. Letzten Endes mit dem Rasen, okay, wenn du jetzt einen Baum pflanzt, gerade mit Obst oder so, klar, musst du das auch aufsuchen oder aber darunter hast du den Rasen halt nicht so, weil da die Sonne nicht so hinkommt, ne, oder? Was na, ich weiß nicht. Du hast doch einen großen Garten, Micha, was ist denn bei dir? Was, wie, also wie wir haben eine riesige Kastanie im Garten stehen, da ziemlich hab ich auch zentral, dran gedacht, ja. Macht Dreck ohne Ende. Ja, das also das Laub ist riesig, da stehen wir, gut, die hat, weiß ich nicht, wie viele Jahrhunderte auf dem Puckel, die ist echt, da kannst du direkt klettern üben. Wenn sie blüht und alles, sieht die wunderschön aus, aber wenn die Blätter runterkommen, stehst halt auch bis zu den Knien im Laub, das ist also Arbeit. Dann die Dinger, die runterfallen. Kinder verdienen sich damit Geld, weil die Kastanien eingesammelt werden hier zu den Jägern und Förstern gebracht, da locken die Wildschweine mit an. Zum Verfüttern, da kriegen sie dann immer ein paar Euronen für, aber Aussehen rein optisch, klasse, super. Dann haben wir ein paar Kirschen, genau das gleiche, wenn sie blühen, traumhaft, machen aber Dreck, die kleinen Blütenblätter fliegen bis auf die Terrasse und sonst wo rum, aber es ist halt immer nur eine gewisse Zeit. Aussehen, schön, aber dass der Rasen da unter weniger wird, weil du sagst, dass da Schatten ist oder so, nö, kein Stück. Der einzigste, was du jetzt machst, ist den Umweg beim Rasenmähen um den Stamm herum. Aber mähen musst du bis auf die Stammstärke genauso viel. Das wird gar nichts. Da musst du dir einen Teich anlegen oder ein Steingartenbeet oder für deine Frau einen Kräutergarten oder irgendwie sowas. Aber nur mit Bäumen ist das nicht getan. Ja, also ich habe jetzt überlegt, dass ich einfach, was weiß ich, weil es ist halt so frei bei uns. Ihr wart ja da, das ist ja klar, es würde gerne bestimmt schön aussehen, wenn er so verlockert, so, keine Ahnung, wo der Grill stand, einer und dann so schräg versetzt nach hinten noch einer dazu oder so. Ja, das sieht bestimmt so toll aus. Ja, zwei klar. Bäume, das habe ich mir überlegt, nur was nimmt man jetzt? Das habe ich auch tatsächlich. Dann würde ich echt Obst nehmen an deiner Stelle, jetzt, dann hast du wenigstens noch was zu ernten. Ja, wir haben ja Äpfel, wir haben Pflaumen, Birnen wäre ganz interessant und was ich mir überlegt habe, tatsächlich eine Esskastanie. Mal was habe anderes. Ich keine Ahnung von, kann ich dir nicht sagen, ob die bei uns gut kommen, ob das schwierig ist. Kann ich habe jetzt hier so eine Seite gerade gepostet, da habe ich einfach mal jetzt gerade auf die Schnelle was gesucht. Ja, und Obstlerbaum, ja, das wäre natürlich. Ja, das macht die Sache, ja, das macht die Sache einfacher. Genau. Aber, ja, also so Kastanie ist zwar gut und schön, aber ich möchte auch einen kleinen Nutzen, möchte ich ja gerne haben. Und dann hatte ich so als Kompromiss vielleicht gedacht, eine Esskastanie. Aber die, glaube, die können den Frost nicht so gut ab. Da musst du dich wahrscheinlich beraten lassen. Ne? Das müssen wir mal da machen, brauchst du jemanden mit einem grünen Daumen.
der dich da ja, vernünftig da berät, ob auch ja euer auch so, Boden geeignet ist und was weiß ich, was da gerade alles zukommt. Das ist ja auch so, dass der Baum ja auch noch einen Gegenbaum braucht praktisch, damit er überhaupt Früchte trägt. Nein, der befruchtet sich selbst. Das wird schon mehr. Schöner. Die Esskastanie. Die befruchtet sich selbst. Ja, das geht. Okay. Da bin ich jetzt überfragt, aber ja, ich weiß zum Beispiel, einen Birnbaum zum Beispiel, dann musst du die gleiche Sorte Birnbaum wieder da stehen haben, damit die Bienchen hin und her fliegen und so weiter. Ja. Die Kastanie macht es halt selbst. Die macht es sich selbst. Das weiß ich jetzt. Die macht es selbst. Gut, ja. Das wusste ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich trotzdem ertragreicher und schöner, wenn du zwei hast. Aber ertragreich braucht die ja gar nicht sein. Weißt okay. du, das ist ja gut. Nicht so, wenn da mal die ein oder andere Kastanie runterfällt, lecker. Gut, aber wenn nicht, ist es auch nicht so tragisch. Also, ja gut, das mit der Idee gehe ich halt im Moment ein bisschen. Mhm. Ich weiß noch nicht, was ich mache, wie ich es mache, aber ich möchte ganz gerne, dass es so ein bisschen dichter wird oder so ein bisschen kattiger auch. Einfach, ich finde es schön, wenn man da so einen dann großen Baum hat. Würde ich sagen, schnappst du dir deine Frau, wenn du dich ja sowieso langweilst und fährst irgendwo zur Baumschule und lässt dich beraten. Das könnte ja, man, genau. Das denn könnte vielleicht läuft dir auch die Zeit weg, denn der Nachtzug hat ja da gerade geschrieben, Oktober, November ist die Zeit, um Apfelbäume zu pflanzen zum Beispiel. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn wir Mitte November haben, dass du dann erstmal so gut wie gar nichts mehr pflanzt und dann bis nächstes Jahr wartest, ne? Ja, nun ist so ein Apfelbaum nicht so dicht, ne? Also ich möchte schon. Nein, so das war ja auch ein Beispiel, aber es kann ja auch sein, dass andere, ich glaube nicht, dass es irgendwelche gibt, die idealerweise bei Schnee und Eis im Dezember eingebuddelt werden sollen. Nein. Da muss ich halt beraten lassen. Ja. Aber diese Kastanie, die wird halt auch, 15 bis 30 Meter hoch. So alt wirst du aber nicht mehr. Nein, das ist schon richtig, aber die wird halt groß. Und so eine Kastanie ist auch ziemlich dicht, ne? Ja. Also die hat ja ordentlich Laub. Sowas hatte ich mir eigentlich mehr gedacht. Sehr große, schöne Blätter und auch, wenn die Früchte halt da sind, bevor dann die sind ja so stachelig, bevor sie aufplatzen und so. Und da haben wir jetzt gerade meine Frau, wenn die so ein bisschen im Garten fotografiert und probiert dann die Pflanzen tolle Aufnahmen zu machen. Und gerade von den Kastanien so, wenn sie hängen im halb aufgeplatzten Zustand und so, da hat sie echt ein paar tolle Bilder gemacht. Aber es ist halt auch eine Menge Arbeit. Ja, also wie gesagt, mir kommt es jetzt nicht auf die Frucht an. Ich dachte einfach bloß eine Esskastanie, weil es mal was anderes ist. Klar, die kommen eigentlich aus Südeuropa und sind dann wahrscheinlich mit der kalten Jahreszeit ein bisschen unglücklich. Ja, aber man muss sich echt beraten lassen. Mal sehen. Vielleicht nehme ich auch einfach eine normale Kastanie. Ne? Mal sehen. Ja. Machen. Oder eine Eiche. Aber die muss ja auch schon in einer reellen Größe pflanzen, sonst dauert es ja ewig, bis sie überhaupt Schatten wirft. Die wächst ja nur 4 Zentimeter pro Jahr. Genau. Nee, das ist auch nichts, das stimmt. Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwas vielleicht wir mal nimmst du einfach eine schnell wachsende Hecke und baust dir einen Irrgarten. Na, da würde ich doch gleich Mais nehmen, oder? Brauchst auch keinen Rasen zu mähen. Dann nehme ich gleich Mais. Ich pflanze Weihbäume, genau. Nachzug. Herzimmer, da haut sie raus hier. Ja, nee, also ich werde euch auf dem Laufenden halten. Man sollte wirklich mal sehen. Ja, das war es im Grunde genommen mit meiner Woche. Ja, ich, was habe ich denn noch? Nee, sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Ich habe nochmal, ich wollte nochmal beim Amt anrufen, wegen unserer Flüchtlinge, ne? Wie das da jetzt weitergeht, weil der Mann hatte gesagt, er würde sich melden. Aber gut, ich muss da vielleicht selber nochmal hinterher telefonieren. Mal sehen. Ja, wer weiß, ob die da im Moment die Zeit zu haben und wirklich auch an dich denken und so. Vielleicht musst du dich da echt in Erinnerung rufen und so. Ja, ne? Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich muss das mal machen, ja. Genau. Ja, dann sind wir ja eigentlich schon am Ende hier von unserem Skript und kommen dann zu den Podcast der Woche. Jo. Lieber Kai, was hast denn du da eingetragen? Ja, das habe ich gerade eben auf Twitter gelesen. Vom Pottwichteln gibt es jetzt auch einen Podcast. Oh, ist der raus? Ja. Ja. Ah, die hatten den angekündigt und das habe ich noch nicht gesehen. Oh, okay. Ja, der ist hast du aber eben selber auch noch nicht gehört? Nee, hab jetzt nochmal den Feed abonniert. Aha. Hier kommt auf die Seite, Feed kann ich euch natürlich auch
Die Heinze Wichtel. Ja. Schlecht. Cool. So, das ist noch der Feed. Schön. Und ja, gehört habe ich hier noch nicht. Ich habe gerade, während ihr hier ein bisschen geplaudert habt, mit denen getwittert, weil ich die Landfunke heute Morgen angemeldet habe. Aha, du auch. Ab gestern kann man sich anmelden. Ich weiß nicht, ob der Raiden hier die den Raidinger schon angemeldet hat. Wir haben ja gesagt, wir machen auch mit. Ja. Und ich habe das heute Morgen für die Landfunker getan. Ich habe es für das Kopfkino und Ohrengewitter gemacht. Ja, und heute Mittag kam irgendwann der Tweet, ob die, die sich schon angemeldet haben, auch eine E-Mail bekommen haben. Ach, die Bestätigungsmail, ne? Genau. Hat er nachgefragt. Und da habe ich nämlich keine bekommen. Das wollte ich ihm gerade nur mitteilen. Also stimmt. Ich weiß nicht, wer den Account betreut. Und deswegen war ich mit denen gerade hier am Schreiben und habe dann in meiner Timeline auch gesehen, dass halt eben die Podcast-Folge online gegangen ist. Ja. Ja, schön. Dann muss ich mir den gleich notieren für morgen. Dann dachte ich, kannst du das mal als Podcast der Woche hier ja, natürlich, das wird ja auch andere interessieren, da bin ich ziemlich sicher, genau, weil da sind bestimmt viele, ich habe das heute Morgen auch nur, weil ich den Tweet gelesen habe, ach ja, stimmt, ab 26. anmelden, schnell heute mal. Genau, ja, klar. Bis und wann kann man sich da anmelden? Ich glaube, 14 Tage haben wir jetzt Zeit. Ja, wenn du auf podwischeln.de gehst, siehst du auch einen genauer Ablaufplan, wie das Ganze vonstatten geht praktisch und kann ich euch auch mal hier noch schnell verlinken. Also ich werde auf jeden Fall erstmal den Donnerstag noch abwarten, was wir jetzt da von der Podunion machen. Denn wenn wir hier mit Raidinger mitmachen und vielleicht von der Podunion, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was die vorhaben. Ja, man kann da auch ankreuzen, wenn man irgendwelche ausschließen möchte, weil das ja zum Beispiel blöde wäre, wenn Bob jetzt den vom Jörg kriegen würde. Da gibt's dann so eine Rubrik, dass man da nicht eintragen soll, wen man nicht leiden kann, sondern ich habe da zum Beispiel eingetragen, fürs Kopfkino und Ohrengewitter wäre es doof, wenn der Raidinger gezogen worden wäre, weil ich halt Teammitglied beim Raidinger bin. Genau, und das habe ich für die Landfunker auch gemacht, weil das bringt ja auch nichts. Bei mir ist es jetzt aber auch so, ich möchte dann nicht, wenn ich jetzt mit 3 Projekten da teilnehmen. Das wird auch zu viel. Ich warte es erstmal ab. Wenn ich jetzt, dann würde ich den Bobson-Bob einfach rauslassen. Ich mache dann von Planet Kai jetzt auch nichts. Also da habe ich ein bisschen Muffel, sage ich dir ganz ehrlich. Also mit meinem Solo-Podcast werde ich mich auch nicht bewerben, weil wer weiß, was ich da für einen Kracher kriege, ob ich dem alleine überhaupt gewachsen bin. Also das gell, Micha, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, nein, also mit mehreren wirklich, macht das bestimmt mehr Spaß. Bob, wenn ich dann denke, letztes Jahr hast du wirklich eine harte Nuss bekommen gehabt, oder? Ja, aber voll. Wenn du dann ganz allein, also ich meine, jetzt dann nicht, weil es ein scheiß Podcast ist, um Gottes Willen oder so, einfach von der Schwierigkeit her und dann stehst du da alleine, kannst dich mit niemand absprechen oder so, das finde ich schon schwierig. Und das gibt ja auch verschiedene Probleme. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wissenschaftspodcast kriegen würde, da würde ich anfangen zu heulen und zu kratzen und kann ich nicht doch noch irgendwie raus. Ja. Aber andersrum, auch wenn ich einen Monolog-Podcast kriege, nimm zum Beispiel Dübels Geistesblitz. Was für ein technischer Aufwand dahinter steckt. Ja, das kannst du ja gar nicht leisten. Den kann ich gar nicht bringen, weil ich nicht mal weiß, wo ich die Soundclips herkriegen würde. An Ideen und an Kreativität bin ich sicher, mangelt es mir garantiert nicht. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich das perfekt umsetze, so dass das auch für ihn eine schöne Ausgabe werden soll. Gut, das kann dir aber jetzt so ja auch passieren. Ja klar, aber dann sind wir mit mehreren und können gucken und machen und wie gesagt, Teamarbeit ist da irgendwie einfacher und ist da einfacher, der eine kennt sich damit aus, der andere kann das besser und dann wird da schon was Schönes bei rauskommen, aber so alleine möchte ich vor so einem Ding halt auch nicht stehen. Ne? Oh, das würde ich schon machen. Ich möchte halt nicht... Ja, du hast ja auch von nichts Angst, das hast du ja vorhin in dem Kommentar gelesen. Na, der Bob, der ist... Ja, ich weiß der ist auch super. Nicht. Aber nee, ich würde das schon ein bisschen... Ja, ich würde das schon gerne machen, nur ich bin halt eben noch nicht sicher, mit was wir alle jetzt teilnehmen. Wenn der Raidinger jetzt teilnimmt und noch mehr, dann Podunion auch noch. Will ich da mit meinem auch noch? Dann bin ich ja 3-mal dabei. Das finde ich zu viel. Das muss nicht sein. Ja, ich habe für mich auch gesagt, also 2 ist machbar, weil 1 möchte ich halt gerne auch mit Hatti zusammen machen und das mit euch freue ich mich auch drauf, aber dann ist auch Schluss. Ja, und so denke ich mir das Ganze auch, genau. Das aber trotzdem, ja so, die ganze Aktion finde ich einfach genial und da freue ich mich auch irgendwie. Das ist auch das Nachhören dann von den ganzen anderen und wen erkennt man und das finde ich schon cool. Ja. Und ja, ich finde auch, man sollte halt eben auch in jeder Podcast-Folge dann auch irgendwie Werbung dafür machen. Ich meine, ich denke mal, das ist auch jede Menge Arbeit, was die sich da jetzt machen.
Ja, garantiert, ja. Klar. Deswegen kann man da ruhig mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe jetzt ja von meinem Podcast selbst auch noch keine Werbung, glaube ich, gemacht, aber ja, naja, kommt noch. ja, ich mach's davon abhängig, ob die Podunion mitmacht oder nicht. Dann bin ich halt noch mal dabei. Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt einmal hier auch den Zeitplan mal in den Chat gestellt, da könnt ihr mal gucken, also ab 26.10. kann man sich anmelden bis 9.11., das sind 14 Tage, dann gibt's die Auslosung, das passiert in 5 Tagen, dann gibt's die Produktion innerhalb von 30 Tagen und so weiter und so fort. Also ich denke, vom Zeitplan kriegt man da schon alles hin irgendwie. Aber Bob, wenn du 3 Projekte hast, musst du halt auch in der Zeit 3 Projekte unterbringen. Zu deinen normalen Ausgaben, die du ja sowieso mit den Leuten machst. Also das ist auch schon dann langsam Arbeit. Nee, 3 mache ich nicht. Wie gesagt, 2. Ja. Ne? Wenn, wenn wir das vom Magazin mitmachen würden, was ich wirklich nicht weiß, dann würde ich das, dann wär's das. Dann habe ich ja 2. Ja, reicht ja dann auch. Und wenn nicht, dann könnte ich mit dem Bob noch mitmachen. Ja. Ja, bloß dann müsst ihr da die Entscheidung ja auch bis zum Ablauf der Frist stellen, ne? Ja, ich denke, müsst ihr nächste Woche drüber sprechen, ne? Ne, wir haben ja Donnerstagaufnahme. Bis 9.11. nach der Zeit, Bob. Ja, das machen wir schon. Aber ich glaube, wir wollten, ich will es nicht sagen, weiß ich nicht. Gucken. Ja, ich möchte noch eine Werbung loswerden. Mein persönliches Highlight war eigentlich heute. Ich weiß nicht, wer von euch schon die aktuelle Ausgabe von Dotti gehört hat, von der Hörmupfel. Ja, hab ich. Jubiläumsausgabe. Mhm. Ganz ehrlich, Bob, das ist doch saugeil gewesen, oder? Ja, schöne Erinnerung. Die hat das so toll aufgemischt und man konnte den Podcast so dermaßen anhören, was da an Herzblut drin steckt und wie viel Liebe und die ganzen, ja, ihre, wie hat sie sie genannt, Mitpodcasterinnen, obwohl es ja eigentlich nur Audiokommentare waren und so. Also, ich bin von dieser Jubiläumsausgabe so dermaßen begeistert gewesen, dass ich fast sage, das ist dieses Jahr, glaube ich, der geilste Podcast gewesen, den ich gehört habe. Also der hat mich echt mitgenommen. Ich habe im Auto gesessen, habe das Ding gehört und ihr kennt mich ja, ne? Glatze, tätowiert und nur mit harten Typen zusammen, aber irgendwie musste ich echt so irgendwie schlucken, obwohl ich gar nicht erwähnt wurde oder irgendwie sowas, dass es mich betrifft. Aber diese Ausgabe, Dotti, war einfach geil. Das hat absolut sie gut gemacht, geil. Auf ja, jeden Fall. Und vor allen Dingen, sie hat auch Sachen zusammengeschnitten, die wirklich, sie hat die Relevanz gefunden. Ja, ganz genau. Der einzelne Sand, zum Beispiel mit dem Radi schneiden. Ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit das war. Sie ist nicht von Höchstchen auf Stöckchen, sondern sie ist wirklich explizit auf diese Sache reingegangen und dann hat sie das nächste genommen. Und zusammengeschnitten so, dass man trotzdem auch die Zusammenhänge begriffen hat, wenn man die alten Folgen nicht kennt. Genau. Also das war eine ganz, ganz tolle Ausgabe von A bis Z. Da, wo sie die Audiokommentare eingespielt hat, das passte alles wirklich. Also das waren ganz, ganz tolle 45 Minuten. Dotti, falls du uns hier hörst, nochmal von uns allen hier. 45 alles. Minuten. Ja, glaube ich, waren das insgesamt. Ja, ich möchte gerne wissen, wie viele Stunden sie dabei gesessen haben. 49 Minuten und 56 okay, Sekunden. Aber da waren ein paar Stunden Arbeit drin, das glaube ich. Dotti, das würde mich mal interessieren. Ja, ich habe es noch nicht gehört. Ja, dann hör sie dir unbedingt an. Also, die ist ganz, ganz toll. Stunden beigesessen, ganz bestimmt. Ganz, ganz toll. Also auch von uns nochmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Chapeau. Bei der 200 wären es dann 90 Minuten in dieser Qualität, wenn wir drum bitten. Und du übernimmst den Schnitt. Dankeschön. Ich bin froh, dass ich gerade mit meinem bisschen Schneidereien so langsam zurechtkomme und macht mich ja schon mächtig stolz, dass ich da so ab und zu mal was reinkriege oder einspielen kann und so. Also nur übertreibt es nicht gleich mit eurem Praktikanten. Ach, ja, und schön. Das wollte ich noch unbedingt loswerden. Ja, das ist auch wirklich, das ist empfehlenswert. Hört euch das mal an. Wer die Hörmupfel noch nicht kennt, auf jeden Fall, ist ein Link in unseren Shownotes. Ja, dann haben wir es. Dann sind wir wirklich am Ende, ne? Ja. Ja, ist der Chef doch nicht mehr gekommen. Nee, der hatte sich auch schon abgesagt, glaube ich. Ach so, okay. Weil irgendjemand hatte vorhin im Chat geschrieben, der Samenstau ist doch wohl länger. Naja, okay. Wer hat sich denn diesen Folgentitel ausgedacht da wieder? Den habe ich mal da reingeschrieben. Ja, super. Ja, Sucher, du sitzt nochmal richtig hier rein. Ja. Gut. Schön. Ja, ich glaube, wenn du... Ich habe es jetzt erst gelesen. Ja, ihr, also, ja, er gibt wieder alles.
Dein Chef ist zufrieden mit dir. Ich weiß. Also, wenn noch jemand aus dem Chat jetzt Fragen hat, ich glaube, im Moment könnte sie noch stellen. Sonst können wir ja mit der Verabschiedung schon anfangen, oder? Hat von euch noch einer was? Das ist auch so eine Sache. Ich habe doch hier letztes Mal gesagt, dass mir diese Mega-Verabschiedungen und sowas auf den Geist gehen und so, ne? Ja. Das hat ja gleich ein anderer Podcast persönlich genommen, ne? Echt? Ja, ich habe heute eine Folge Geek Talk gehört. Und da hat der Tobi und der Martin ganz zum Schluss gesagt, ja, es gibt da noch einen anderen Podcaster, der sich das von der Rede geredet hat, dass diese Verabschiedung uns einfach voll auf den Geist geht. Und Martin so, meinte der uns? Ich sag, nee, das meinte ich ja nur ganz aktuell, aber sie haben meinen Namen nicht genannt und Tobi sagte dann so zum Abschluss, ja, derjenige wird schon wissen, wer gemeint war. Und ja, Tobi, ich habe mich sofort erkannt. Das fand ich also echt witzig. Also ich mach's dann heute mal ganz kurz. Lieber Chat, liebe Mitpodcaster, danke für den schönen Abend und tschüss. Ja, ich danke dir auch, dass du da warst. Dass wir drei das Kind noch so geschaukelt haben, war ja super. Nee, ich bedanke mich auch bei allen Anwesenden, allen, die das zeitsouverän hören und ja, natürlich auch bei dir, Kai, unter anderem. Ja, ich bedanke mich auch bei euch zwei hier. War eine nette Runde, auch ohne den Chef mal wieder, ob es Sinn macht oder nicht. Stellt sich die Frage. Denken wir, da werden wir vielleicht später in den Kommentaren was zu lesen bekommen. Aber so ja. Zwingen wir ihn doch auch mal, deinen Podcast zu hören. Ja, vielleicht bekommen wir auch mal vom Raiden einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge. Das wäre ja was. Das wäre ja was. Also ich meine, er kommentiert ja öfters mit Antworten und so weiter auf die Kommentare, aber so ein richtiges Kommentar zu einer Folge, lieber Raiden, das wär's doch mal. Ja, vielen Dank euch beiden, Entschuldigung, und dem Chat natürlich auch. Jetzt habe ich aber den Hals bekommen. Jetzt hast du den Hals voll, ne? Okay. Moment. Naja, also während der sich aushustet, da würde ich sagen, bleibt mir nur noch eins zu sagen, oder? Ich zähle mal rückwärts von 3, 2, Viertel vor 1, Servus. Servus. Und ein Gruß in die Schweiz, noch schön. Genau.